Meine Damen und Herren, wir sitzen hier auch ein bisschen provisorisch. Das ist auch innovativ, was hier ist, weil dieser im Grunde aus der Not eine Tugend machend, aus einer Baustelle eine Schaustelle. Das ist typisch Berlin, wo man ja Baustellen liebt. Aber hier sind wir wirklich im Zentrum und werden auch über zentrale Punkte, die hier in der Hauptstadt entschieden werden, heute reden. Es geht nämlich um die Industriepolitik in Deutschland. Und wie Sie wissen, sprechen wir hier auf Einladung des VCI, was der Verband ist, der im Grunde einzigartig ist deswegen, weil seine Mitglieder und seine Firmen in jedem Wirtschaftsbereich mitmachen, in allen Bereichen. Ich habe heute noch eine Zahl gelesen, die fand ich auch erstaunlich. Da ging es um Gewicht. Das ist ein Gründer, der sozusagen eine neue Form von Glasfasertechnik ausprobiert. Die Zahl fand ich beeindruckend. Er sagte, gerade im Güterverkehr, wenn man eben vom Stahl wegkommt und ein chemisches Gemisch an Konstruktion dort anbietet, erleichtert man im Transportverkehr die Fahrzeuge. Das heißt, bei jährlich 1.500 Tonnen Gewicht, die man erleichtern kann, spart man 2.000 Tonnen CO2. Also da sehen Sie auch eine direkte Verbindung, was Klimaschutz angeht und was im Grunde auch dieser Industriezweig macht. Es ist nach den Autobauern und den Maschinenbauern die chemische und pharmazeutische Industrie die drittgrößte und damit eben tatsächlich Rückgrat des Landes hier. Und deswegen finde ich sehr spannend, dass wir heute über dieses Thema sprechen können. Mein Name ist Wulf Schmiese, ich bin beim ZDF. Ich war bis vor kurzem hier sozusagen noch Nachbar im Hauptstadtstudio, wo wir vor 4 Jahren eine Veranstaltung dieser Art gemacht haben und bin jetzt nach Mainz gezogen worden und leite dort das Heute-Journal, was auch großen Spaß macht. Freue mich aber immer hier in Berlin sozusagen direkt noch an der Quelle sein zu können und was zu erfahren, was wir heute machen wollen. Das Thema Wirtschaft, Wirtschaftsstandort, das ist eigentlich ein Standort, Wirtschaftsstandort, ein wissenschaftlicher Begriff. Etwa vor 4 Jahrzehnten wurde das erst ein politischer Begriff. In der Forschung ist das der Begriff, der sozusagen bestimmte Parameter erforscht oder Faktoren sich sozusagen anschaut, die für Unternehmen sprechen, ob sie sich irgendwo niederlassen oder nicht. Und das sind solche Sachen wie Löhne, Steuern, Innovationsfreundlichkeit, Forschungsförderung, wenn man es weiter ausführen will. Und vor 4 Jahrzehnten, habe das nochmal nachgeschaut, da entstand aus diesem wissenschaftlichen Standortsbegriff der Wirtschaftsstandort Deutschland als ein Wahlkampfbegriff. Angeblich Helmut Kohl hat ihn das erste Mal gegen Helmut Schmidt im Wahlkampf eingebracht, weil er damals, das wird dann 76 gewesen sein, den Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr sah. Das Ganze war also ein Kampfbegriff und blieb es dann, wir erinnern uns an den Wahlkampf von Gerhard Schröder, der genau mit diesem Begriff hinterher Kanzler Kohl wieder aus dem Amt schubste, durch Innovation und Gerechtigkeit, das war 98 der Slogan unter Gerhard Schröder, mit dem er Kanzler wurde. Und so ist es eigentlich erstaunlich, wenn man die letzten Wahlkämpfe sich anguckt, 2002, Wachstum, 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 damals ein Slogan auch von den Freien Demokraten, 2005, die Agenda-Reformen wurden verteidigt von der SPD, weil man sagte, damit wollten wir doch den Wirtschaftsstandort Deutschland retten, hat dann knapp geklappt für die SPD, die dann mit in der Regierung blieb. 2009, da wollte man das Land aus der weltwirtschaftlichen Krise holen. Alle Parteien hatten sozusagen da Slogan gemacht. Und als wir 2013 in ähnlicher Runde, da saßen wir im ZDF-Hauptstadtstudio drüben, im Zollernhof, über das Thema gesprochen haben, da fiel uns schon auf, komisch eigentlich, der Wirtschaft geht es relativ gut. Und das Thema Wirtschaft spielt im Wahlkampf eine ziemlich nachgeordnete Rolle. Und jetzt, 2017, brummt die Wirtschaft. Und wir fragen uns heute, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf den Wahlkampf? Ist das diametral? Je besser es dem Land geht, desto weniger setzt man auf dieses Thema, weil die Leute denken, läuft doch rund, braucht man eigentlich politisch nichts dran ändern. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Und ich zitiere jetzt mal einen der wichtigsten Wirtschaftsführer in Deutschland, der selbst promovierter Betriebswirt ist. Und er sagte jüngst dem Handelsblatt in einem Interview, und zwar wörtlich, ich zitiere, Deutschland gibt sich mit Blick auf die Wirtschaftslage tiefenentspannt. Ich halte das für sehr gefährlich.
Denn in den Zeiten von niedrigem Ölpreis, sagt er, von Nullzinsen und von weicher Währung, müsste eigentlich die Wirtschaft viel stärker wachsen, als sie es derzeit tut. Der Mann, der das gesagt hat, den kennen Sie alle, denn er ist nicht nur seit 6 Jahren der Vorstandschef von BASF, sondern er vertritt die Interessen von 1600 Chemieunternehmen in Deutschland. Und hier ist er. Willkommen dem VCI-Präsidenten Kurt Bock. Ja. Herr Bock, als ich Ihr Interview las im Handelsblatt, dachte ich, was vielleicht viele gedacht haben, du meine Güte, jetzt geht es der Wirtschaft richtig gut, Ihrem Unternehmen, dem Verband oder den vielen Unternehmen dort. Und nun ist es auch wieder nicht recht. Jetzt klagen Sie darüber, man sei zu entspannt. Wie passt das zusammen? Na gut, also klagen ist natürlich der Gruß des Kaufmanns. Das gehört sich so. Und wir klagen sicherlich auf vergleichsweise hohem Niveau, wenn wir vergleichen, was in anderen Ländern sich derzeit abspielt. Gleichwohl, die Sorge ist meines Erachtens berechtigt, dass das Thema Wirtschaft im Wahlkampf abseits der Gerechtigkeitsdebatte, die ja geführt wird, relativ wenig Bedeutung bekommen wird. Und das sollte uns schon Sorgen machen, denn es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Themen, die wir heute Abend auch diskutieren werden, die uns wirklich umtreiben. Wenn wir uns mal den letzten Wahlkampf anschauen, 2013, da war die Situation ähnlich. Die Wirtschaft war nicht ganz so stark, aber relativ gut. Es gab dann lange Koalitionsverhandlungen. In diesen Koalitionsverhandlungen sind dann wesentliche Forderungen der Wirtschaft, der Industrie nicht wirklich zum Tragen gekommen. Thema steuerliche Forschungsförderung, um ein Beispiel zu nennen, stand in allen Programmen drin, ist nicht gemacht worden anschließend. Steuerreform, 4 Jahre, mehr als 4 Jahre, nichts passiert. Also wir fühlen uns relativ wohl und in der Politik herrscht meines Erachtens schon so etwas der Eindruck, die werden es schon wuppen in der Wirtschaft, wir können ruhig noch ein bisschen oben drauf packen. Bisher haben die es ja immer geschafft. Natürlich kommt uns auch die Demografie hier entgegen. Wir sehen einen Arbeitsmarkt, der stark ist, aber wir haben natürlich jetzt auch einen starken demografischen Wandel, der dazu führt, dass wir in den nächsten Jahren hohe altersbedingte Abgänge haben werden und damit auch dauerhaft dieses Thema Arbeitslosigkeit, was uns natürlich in den letzten Jahren viel stärker beschäftigt hat, nicht mehr die Bedeutung haben wird. Und damit auch in der Politik weniger Augenmerk drauf gelegt wird. Und das finde ich aber interessant, dass die jetzt sagen, die Politik achtet hier und da nicht drauf. Und das ein bisschen fordert es ja sozusagen Industriepolitik, was früher doch ein Pfui-Wort war in der Wirtschaft. Eigentlich hieß es doch, der Staat soll uns weitgehend in Ruhe lassen, den Rahmen vielleicht so machen, dass wir arbeiten können, aber sonst nicht reinpfuschen. Warum ist Industriepolitik wichtig? Also erstmal ist Industriepolitik wichtig, weil es unterstreicht, dass Industrie wichtig ist. Und wenn man das schon mal in der Politik akzeptiert und sagt, hier werden interessante Arbeitsplätze geschaffen und diese Unternehmen haben über die Industrie hinaus auch enorme wirtschaftliche Ausstrahlungseffekte auf andere Branchen und andere Sektoren, dann ist das schon ein großer Schritt nach vorne. Industriepolitik in unserem Sinne natürlich am liebsten als Ordnungspolitik, wirklich den Rahmen setzend, innerhalb dessen sich dann die Industrie bewähren soll. Wir sind manchmal etwas skeptisch, wenn es darum geht, hier sehr spezifisch einzugreifen und quasi als Politik Gewinner und Verlierer zu definieren. Das gilt gerade auch für das Technologie- und Innovationsthema in hohem Maß, wo wir natürlich auch starke, sagen wir, regulatorische Bestrebungen immer wieder sehen, die unmittelbare Auswirkungen auf uns in der Industrie haben, die aber nicht immer so wissenschaftsbasiert sind, wie wir uns das gerne vorstellen würden und wo dann die Politik sich manchmal auch zutraut, das Ergebnis zu definieren, anstatt den Weg vorzugeben im Sinne von Rahmenbedingungen, Leitplanken. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen können sich dann Unternehmen eigentlich im Innovationswettbewerb am besten entfalten. Nun habe ich vorhin gesprochen über diese Standortfrage, Wirtschaftsstandort Deutschland, sozusagen als ein politischer Kampfbegriff. Aber was sagen Sie als Vorstandschef nun des mit weltgrößten Chemieunternehmens? Ist Deutschland noch ein guter Standort? Wie viel taugt der Standort Deutschland? Also natürlich ist Deutschland ein insgesamt guter Standort. Alles andere wäre auch unseriös, jetzt zu behaupten. Wir haben viele Stärken in diesem Land, die werden auch immer wieder hervorgehoben, von der dualen Ausbildung über ein insgesamt immer noch ganz leistungsfähiges Schulsystem bis hin zu Unternehmen, die außerordentlich innovativ sind und natürlich auch diese Cluster gebildet haben. Wir arbeiten ja sehr eng zusammen innerhalb unserer Branche, aber auch mit unseren Lieferanten und mit den Kunden. Und das ist enorm wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie insgesamt in Deutschland. Trotzdem, wir sollten uns nicht mit den Schwächeren vergleichen. Das sage ich meinen Kindern auch immer in der Schule, wenn sie nach Hause kommen und sagen, die 4 war gar nicht so schlecht. Wir sollten uns wirklich mit den Besseren
vergleichen. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Und schauen Sie sich das auf dem Thema Innovation an. Länder wie Südkorea haben eine enorme Innovationsdynamik. Schauen Sie sich an, was in China passiert. Schauen Sie sich an, was in den USA passiert, auf dem Energiesektor. Das sind alles Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben. Und deshalb ist es auch sehr gefährlich zu sagen, wir sind ja wunderbar gut, alles ist gut und wir müssen nichts machen. Weil Sie gerade die USA als letztes ansprachen, macht Ihnen die Androhung von Protektionismus in den USA, vom Brexit, was ja auch eine Form von Protektionismus ist, Sorge, dass es da eine nationale Energiepolitik geben könnte, die uns draußen lässt? Na, also erstmal gibt es in den USA jetzt einen klaren Trend zur Deregulierung. Also amerikanische Unternehmenslenker und Führer sind eigentlich sehr zufrieden mit Trump und sagen, endlich einer, der uns versteht und der überbordende Regulierung zurückfahren will und damit der Wirtschaft mehr Freiraum geben will und gleichzeitig auch noch eine Steuerreform zumindest angekündigt hat. Ob es dann kommen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber da herrscht grundsätzlich eine positive Stimmung, wenn es um die Trump-Administration geht. Beim Thema Handel sagen alle, kommt wahrscheinlich nicht so, wie das angekündigt wird, ist alles viel komplizierter, auch mit dieser Border Transaction Tax beispielsweise. Aber der Mindset, der dahinter steckt, ist natürlich ein gefährlicher, weil er impliziert, dass in der Wirtschaft es immer nur um Gewinnen und Verlieren geht. Tatsächlich versuchen wir, wenn wir zusammenarbeiten mit unseren Partnern, Lieferanten und Kunden, wie das so schön heißt, Win-Win-Situationen zu schaffen. Es geht darum, dass am Ende der Kuchen größer wird durch die Zusammenarbeit. Und die derzeitige Denke in den USA ist sehr stark, wenn der andere was gewonnen hat, dann muss das ja wohl bedeuten, dass ich verloren habe. Und das ist aus meiner Sicht ganz gefährlich. Und dieses Gedankengut, dem zu begegnen, ist, glaube ich, auch Aufgabe der Politik. Prima, mit der wollen wir gleich sprechen. Ich darf Sie bitten, die Runde sozusagen ganz außen zu eröffnen. Wir rahmen dann gleich die Politiker ein und glauben Sie nicht, wir sind hier allein. Deswegen schaue ich jetzt direkt in die Kamera, um nochmal zu sagen, dass unter dem Hashtag VCIBTW17, BTW für Bundestagswahl 17, es einen Livestream gibt, wo alle Mitglieder dieses Verbands, was an Mitarbeitern, bald 500.000 sind, eine halbe Million Menschen, das verfolgen können, was wir hier gleich mit den führenden Politikern besprechen. Wir haben uns mal, wir heißt also auch mit Hilfe des Verbandes, die Positionen zur Industriepolitik der Parteien angeschaut, verglichen, sofern es sie überhaupt explizit gibt. Und natürlich gibt es hier und da in den Wahlprogrammen, die jetzt schon bestehen, sofern sie bestehen oder Beschlüsse von Parteitagen, einiges, was hier sozusagen so zusammengestellt wurde. Das alles liest sich noch sehr, sehr mühsam, weil es teils sehr allgemein formuliert ist, was Wahlprogramme immer müssen, um den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwo zu finden. Oder es ist manchmal sehr konkret, sehr technisch. Und deswegen sind wir froh, dass wir die Fachleute, die für diese Worte stehen, heute hier haben und mit denen sprechen können. Und da fangen wir jetzt in der Reihenfolge an. Es sind tatsächlich alles Leute vom Fach. Der erste, Doktor der Betriebswirtschaft. Er war einst bei einem Energieversorger in seiner schwäbischen Heimat, war dann selbstständig als Consultant und später lehrte er am Institut für Energiewirtschaft in Stuttgart. Und seit Angela Merkel Kanzlerin ist, ist er der Experte der Unionsfraktion für Energie, später dann auch für Wirtschaft. Willkommen dem wirtschafts- und energiepolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Dr. Joachim Pfeiffer. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Pfeiffer, ich zitiere mal Heike Göbel, meine Kollegin von der FAZ, die schreibt, dass der zu Schwarz-Grün tendierende Kanzleramtsminister Peter Altmaier das Wahlprogramm schreibt, sieht man in wirtschaftsnahen CDU-Kreisen mit gemischten Gefühlen. Nun sind Sie einer der wirtschaftsnahen CDU-Kreise, sage ich mal. Wie industriefreundlich oder kritisch stellt sich denn Ihre Partei in diesem Wahlkampf auf? Also zunächst ist mir egal, ob das Programm Rot, Grün, Gelb, Schwarz, Lila oder sonst was ist. Es muss das Richtige sein für den Wirtschafts- und Industriestandort. Und Sie können davon ausgehen, dass die Union, und zwar, Sie haben es ja angesprochen, CDU und CSU gemeinsam, und wir sind ja gerade dabei an der Feinjustierung des Wahlprogramms, was Anfang Juli, am 2., 3. Juli dann auch entsprechend vorgestellt wird. Und das wird uns auch von den meisten unserer geschätzten Mitbewerber unterscheiden, dass es in dem Programm ein klares Bekenntnis zum Wachstum geben wird und ein klares Bekenntnis auch zum Wirtschafts- und Industriestandort geben wird, wo deutlich gemacht werden wird, dass wir nicht zuerst verteilen, sondern dass erstmal erwirtschaftet werden muss bei dem
was es dann zu verteilen gilt. Und selbst in Situationen, die ja gerade angesprochen worden sind, mit großem Wachstum, hoher Beschäftigung, besteht manchmal vielleicht etwas die Gefahr, dass dieses untergeht. Und da werden wir sehr deutliche Positionen auch für den Wirtschafts- und Industriestandort beziehen. Wollen wir gleich hören. Jetzt bitte ich Sie, neben Herrn Bock schon Platz zu nehmen. Und wir machen jetzt weiter, wie es im Deutschen Bundestag ist. Nach der Regierung spricht die größte Oppositionspartei. Das ist im derzeitigen Bundestag die Linke. Und auch dort gibt es jemanden, der die Industrie von innen kennt, weil er dort gelernt hat. Carl Zeiss in Jena, wo er Werkzeugmacher wurde, später dann Maschinenbauer. Und er sitzt seit 2009 im Bundestag, und zwar sowohl im Forschungs- als auch im Wirtschaftsausschuss. Willkommen, Ralf Lenkert von der Linken. Herr Lenkert, schön, dass Sie da sind. Der VCI, sagte ich gerade, beschäftigt im Grunde, wenn man die Unternehmen und die Mitarbeiter zusammenzählt, fast eine halbe Million Menschen, 446.000 nennt der Verband hier an Mitarbeitern. Und jetzt lesen wir bei Ihnen in dem Programm, was ich finde fast schon wie eine Parole klingt, Steuern für Konzerne erhöhen. Das klingt fast nach Klassenkampf. Ist das so gemeint? Ist die Linke sozusagen hier noch klassenkämpferisch unterwegs? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass Sie unsere Vorstellung zur Industriepolitik hören wollen. Ich sage es mal einfach, kein großes Land, keine Gesellschaft kommt ohne Industrieproduktion aus. Die das versucht haben, sind in der Finanzkrise auf die Nase gefallen. Muss man ganz klar sagen. Also aus dem Grunde will die Linke natürlich auch Industriepolitik. Ja, und zwar auch, damit die Beschäftigten in ihren Unternehmen gute Löhne und Arbeitsbedingungen haben. Also das ist für uns einer der wichtigsten Gründe für Industriepolitik. Ja, ein zweiter, ich bin auch noch im Umweltausschuss, Umwelt- und Ressourcenschutz. Wir kennen das alle, das Überleben der Menschheit hängt davon ab. Ja, aber als Unternehmer müssen Sie natürlich am Markt bestehen. Da ist es natürlich immer schwierig, den Aktionären gegenüber, der Umwelt gegenüber, wo machen Sie das, den Schwerpunkt hin? Im Zweifelsfall bei den Aktionären. Deswegen ist linke Industriepolitik dann so, wir geben Ihnen den Rahmen vor, dass Sie erstmal die Umwelt mit berücksichtigen müssen und dann an die Aktionäre denken. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich, die Politik muss natürlich mindest, und das ist eben jetzt die Gerechtigkeitsfrage, und Sozialstandards definieren. Im Umweltbereich, im Sozialbereich, und diese Standards müssen für alle gelten. International. Das heißt, also wir müssen Mechanismen, und das ist unser Ziel als Linke, international verankern oder in Deutschland, dass eben kein Standortnachteil deswegen entsteht, weil man seine Mitarbeiter fair bezahlt oder weil man Umweltstandards einhält. Ja, und der dritte Punkt ist relativ einfach. Sie sagten ja schon, wir wollen umverteilen. Ja, wenn ich die Konzerne, ich sage es jetzt mal deutsch, melken will, muss ich sie vorher auch am Leben lassen. Das heißt also eine Industriepolitik, die sicherstellt, dass die Unternehmen Gewinne machen, damit wir hinterher die Chance haben, die Gewinne abzukassieren. Das sagen Sie ja. Aber eben auch abzukassieren, damit Sie wieder Gewinne machen können. Ja, wie wird denn die Forschung bezahlt mit Steuermitteln? Ja, aus Steuergeldern. Wie wird die Bildung bezahlt, damit Sie gute Mitarbeiter kriegen? Natürlich mit Steuermitteln. Wie wird die Infrastruktur bezahlt, die Sie benötigen, damit Sie fertigen können, mit Ihren Produkten und Rohstoffen transportiert werden können? Natürlich mit Steuermitteln. Also insofern ist das sozusagen eine Art Kreislauf, den wollen wir am Laufen halten und natürlich ganz nebenbei, ein bisschen Gewinn ist gut, aber zu viel, das sind wir nicht böse, den nehmen wir dann gern. Herr Lenkert, ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Bitte Platz zu nehmen und dann werden wir gleich weitermachen. Und wir machen jetzt, vielen Dank Herr Lenkert, weiter mit der Opposition. Auch da wäre jetzt im Bundestag die zweite Oppositionspartei dran, Bündnis 90 Die Grünen. Und da ist eine Volkswirtin und zugleich Fachfrau für Klimafragen, die Obfrau für Wirtschaft und Energie. Sie war selbst lange im Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen und heute ist sie bei uns. Willkommen, Katharina Dröge von den Grünen. Auch nochmal die Hand. Frau Dröge, jetzt könnte man ja sagen, traditionell, wenn wir an die Entstehungsgeschichte der Grünen denken, grüne und chemische Industrie, das ist wie Feuer und Wasser, das sind die klassischen Gegner. Traditionell, sage ich. Gilt das noch im Jahre 2017?
Ja, auch erstmal von meiner Seite aus herzlichen Dank für die Einladung und die Chance, mit Ihnen zu diskutieren. Und ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und das ist einer der großen Standorte der Chemieindustrie und habe mich im Umweltministerium auch viel damit beschäftigt. Und ich sage, nein, das ist nicht wie Feuer und Wasser, sondern wir brauchen die chemische Industrie auch als Partner für die Art von Industriepolitik, die wir grün machen wollen. Denn was wir vorhaben, das ist ja schon eine sehr fundamentale Sache, der gigantische Umbau der deutschen Wirtschaft hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft, zu einer Wirtschaft, die auch künftigen Generationen noch die Chance gibt, so zu leben, wie wir das heute tun. Und dafür brauchen wir natürlich die guten Ideen, die Innovationen, die die chemische Industrie auch bietet. Ich sage immer, wir als Politiker, wir können ja nur den Rahmen setzen, wir können die Ziele vorgeben und wir können über Instrumente mit ihnen reden. Aber die Ideen, wie das Ganze dann umgesetzt werden soll, die brauchen wir von der Wirtschaft und da erlebe ich die chemische Industrie durchaus auch als Partner. Natürlich gibt es auch Kontroversen, da werden wir heute miteinander in jedem Falle drüber sprechen. Aber ich habe den Eindruck, auch aus vielen Gesprächen, dass wir in dem Ziel mittlerweile, dass die Klimaziele von Paris eingehalten werden müssen, durchaus auf demselben Weg sind. Prima. Katharina Dröge, bitte Sie nehmen Herrn Lenkert Platz zu nehmen. Nee, ja, dann gehen Sie dazwischen. Danke. Ist für den Ton in Ordnung. Das ist immer nur wichtig für unsere Kollegen vom Ton, welche Regler die hochziehen. Deswegen ist die Reihenfolge dort wichtig. So, jetzt verlassen wir kurz den Bundestag, nämlich gehen zu einer Partei, die gerade im Start und im Begriff ist, im bevölkerungsreichsten Bundesland Regierungspartei zu werden, ebenso in Schleswig-Holstein. Und das ist auch der Grund, warum sie heute hier ist. Wir wollen nämlich mit den regierenden Parteien sprechen und auch mit denen, von denen mit Sicherheit zwei oder drei die nächste Bundesregierung stellen werden. Ich rede hier also von der FDP. Und unser Gast ist Juristin und sie hat das neue Image der FDP mitgeprägt. 10 Jahre war sie Wissenschafts- und Rechtspolitikerin im Hessischen Landtag und das kann man hier ruhig mal erwähnen, auf dem tiefsten Punkt ihrer Partei. 2013, als sie gerade aus dem Bundestag, das erste Mal in der bundesrepublikanischen Geschichte, rausgewählt worden war, die FDP, übernahm sie den Posten der FDP-Generalsekretärin. Und heute ist sie bei uns. Willkommen, Nicola Beer. Hallo. Ich habe gerade gesagt, Frau Beer, das neue Image der FDP. Nun galt den Kritikern die FDP ja lange als zu industriefreundlich und zu wirtschaftsnah. Will sie von diesem Image weg? Was bedeutet das für die Industriepolitik Ihrer Partei? Nein, wir haben es ergänzt. Ich glaube, es ist naiv zu glauben, dass wir ohne Wachstum auskommen können, wenn wir ganz große Herausforderungen zum Beispiel in der Bildung oder in der Innovationspolitik angehen wollen. Aber wir sind eine Partei, die eben noch ein Gespür dafür hat, dass erst einmal das erwirtschaftet werden muss, was nachher auch Stichwort soziale Marktwirtschaft verteilt werden kann. Und gleichzeitig wissen wir, dass nur dann ausreichend erwirtschaftet wird, wenn die Anreize so sind, dass die Balance, eine faire Balance zwischen Privat und Staat eben ordentlich ist, weil ansonsten irgendwann der Trieb aufhört zu sagen, ich mache was, oder Unternehmen, und da sind wir beim Wirtschaftsstandort, eben sagen, es gibt bessere Standorte, um zu produzieren. So, und deswegen werben wir auch in einer Situation wie der aktuellen, wo, Sie haben das vorhin in der Anmoderation ja ausgeführt, man sagen kann, es geht uns an für sich gut, rechtzeitig an übermorgen zu denken. Deswegen werben wir für eine Agenda 2030, die eben genug Freiraum dafür gibt, dass die, die es richtig gut können, so wie zum Beispiel die chemische Industrie, dass die auch den Freiraum haben, ihr Innovationspotenzial auszubauen, damit Wettbewerbsfähigkeit noch zu stärken und dementsprechend auch unsere Zukunftsfähigkeit insgesamt, nicht nur als Wirtschaftsstandort, sondern als Gesellschaft eben auch auszubauen. Da gehört ganz viel dazu. Ein Teil kann der Staat machen, zum Beispiel früher und mehr in Bildung, in Innovation, in Infrastruktur zu investieren. Aber es gehört häufig auch dazu, dass der Staat sich zurückhält. Da denke ich mal an Bürokratieabbau, an immer mehr Regulierung oder zum Beispiel, wenn es jetzt darum gehen muss, glaube ich, sehr aktuelles Thema, die Kosten einer sehr irrationalen Energiewende zu dämpfen. Also von daher, uns geht es darum, den Leuten die Möglichkeiten zu geben, aus ihrem Potenzial etwas zu machen. Wir werden insgesamt als Gesellschaft davon profitieren. Prima, vielen Dank und bitte Sie dann auch neben Herrn Lenkert Platz zu nehmen. Und jetzt zuletzt nochmal zur Regierung. Als wir vor 4 Jahren hier diskutierten, da war er schon dabei und wurde dann zum wirtschaftspolitischen Gesicht seiner Fraktion und seiner Partei. Er war sogar als Wirtschaftsminister im Gespräch, doch der damalige Parteichef Sigmar Gabriel übernahm dann den Posten höchst selbst. Martin Schulz, der neue SPD-Chef, machte ihn nun zum zweitwichtigsten Mann an der Parteispitze. Und hier ist der einstige, der designierte und der künftige Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Hubertus Heil. Willkommen.
Herr Heil, ich habe vorhin in der Anmoderation gesagt, das war eigentlich der Kamper-Gewinner-Slogan Innovation und Gerechtigkeit. Im Grunde die Klammer, was wir von Herrn Lenkert, der auf die Gerechtigkeit setzte, und den anderen, die auf die Innovation auch ein bisschen sprachen. Personell damals Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine. Schröder, Genosse der Bosse. Aber Innovation war ja der Begriff, der gegen Kohl, der auch mal innovativ dann in den 70er Jahren aus Sicht der SPD irgendwie war im Rückblick, dann es nicht mehr war, weil dann sagten sie, Reformen verschlafen und so weiter. Wie steht denn heute die SPD zur Innovation in der Wirtschaftspolitik, die sie ja maßgeblich seit 4 Jahren gestaltet? Wo kann sozusagen noch mehr Innovation kommen, was sie bis jetzt nicht geschafft hat? Naja, das, was Herr Bock vorhin angesprochen hat, gilt natürlich, meine Damen und Herren. Auch erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Deutschland ist ohne Zweifel eine der erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt und in jedem Fall in Europa, weil wir nach wie vor eine industrielle Wertschöpfung haben, die liegt bei 22-23%. Und das sind industrielle Wertschöpfungsketten. Von Grundstoffindustrien über den produzierenden Mittelstand bis zu kleinsten Betrieben. Das ist der eigentliche Grund, warum es uns heute gut geht. Und dazu haben wir in den letzten 20 Jahren, nicht in den letzten 4 Jahren, vor allen Dingen tüchtige Unternehmerinnen und Unternehmer, Manager, aber ich sage auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihren Beitrag geleistet. Und ich behaupte selbstbewusst in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen eine Partei, nämlich die deutsche Sozialdemokratie. Mit den Reformen, die Gerhard Schröder gemacht hat, aber auch mit der Arbeit, die wir in der Finanzkrise geleistet haben, damals mit Olaf Scholz, Stichwort Kurzarbeiterregelung, wir haben eine Brücke gebaut über die Finanzkrise und Sigmar Gabriel hat in den letzten Jahren das Bundeswirtschafts- und Energieministerium geleitet, jetzt Brigitte Zypris, und hat das Wirtschaftsministerium zu neuer Durchschlagskraft gebracht. In der Handelspolitik, wir haben CETA durchgesetzt, wichtig für die Industrie. Im Kampf gegen unnötige Regulierungen und Belastung zum Beispiel der chemischen Industrie, Stichwort besondere Ausgleichsregelungen im Bereich der Auseinandersetzung mit Brüssel, oder beim Eigenstrom. Also wir haben die Referenzen. Letzter Punkt, die eigentliche Frage ist aber nicht, wo stehen wir und was war, sondern was kommt. Und wir alle wissen, dass wir unglaubliche Innovationen erleben werden, Durchbrüche zum Beispiel in der Medizin mit ganz tollen neuen Chancen, dass die Digitalisierung Wirtschaft dramatisch verändert wird, insgesamt auch Industrie. Und die spannende Frage ist, was ist eine zukunftsgerechte Politik? Und darauf setzen wir auch in diesem Wahlkampf. Es heißt nicht mehr Innovation, Gerechtigkeit. Aber wenn ich jetzt sage, wirtschaftlicher Erfolg und soziale Gerechtigkeit sind keine Gegensätze, sondern gerade in diesen Zeiten wechselseitige Bedingungen. Denn dass auch Weltwirtschaftsforum darüber redet, dass Spreizung einer Gesellschaft, dass gesellschaftspolitische Spannungen auch wirtschaftlich schädlich sein können. Und wir in den USA das gerade erlebt haben, in denen der Zerfall Europas noch nicht abgewendet ist, dann glaube ich, brauchen wir eine mutige Politik, die begreift, das gehört zusammen. Falsche Gegensätze bringen keinen Fortschritt. Prima. Ich freue mich, dass Sie da sind, muss man auch noch mal sagen. Seit 12 Tagen sind Sie plötzlich in dieses neue Amt gespült durch die... Das will ich sagen, Herr Schmiese. Ich war als Vertretung für meine Generalsekretärin Katharina Barley eingeladen. Ich wusste nicht damals, als ich zusagte, dass ich die Nachfolge habe, aber umso schöner hier zu sein. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Dann muss man auch sagen, gut, dass Sie über Innovation schon gesprochen haben. Gerne, Ihr Applaus. Innovation schon gesprochen haben. Hubertus Heil muss nämlich um 18:35, wenn Sorry wir zu dem that. Thema noch kommen wollen, weg. Deswegen bin ich dankbar, dass wir das schon ansprechen konnten hier. Und ich will Ihnen mal von der Schweizer Business School IMD in Lausanne sitzt. Die macht alljährlich so ein Standort-Ranking. Und jetzt vor einer Woche kam das Jüngste raus. Also in der Welt schaut die, wo sind die besten Wirtschaftsstandorte. Und der Standort Deutschland nach diesem IMD-Ranking ist zurückgefallen, und zwar zum 3. Mal in Folge. 2014 hatte Deutschland danach noch den Rang 6, dann 2015 Rang 12 und im letzten Jahr, das sind die Daten, zur Grundlage war es nur noch Rang 13. Und jetzt denkt man natürlich, naja klar, die holen sich da irgendwelche Semidemokratien oder Diktaturen, die weit vorne sind. Stimmt nur halb, Singapur ist in der Tat vor Deutschland, aber dann auch Länder wie Dänemark, Schweden, Niederlande nach diesem Ranking. Die Gründe, die genannt werden von der Schule, sind Bildungssystem in Deutschland, es liefe nicht rund, die Überalterung der Gesellschaft, Herr Bock hatte ja das schon angesprochen, das Demografieproblem. Aber, und das jetzt wörtlich, besonders schlechtes Zeugnis stellt das IMD der Steuer- und Abgabenpolitik aus. Eines sei eben auch die Energiepolitik und die Abgaben. Herr Bock, ich will Sie mal als quasi Gastgeber als erstes fragen. Die Industrie war doch eigentlich auch für die Energiewende. Sprach jedenfalls damals so, auch nach Fukushima. Nun scheint sie ja die Folgen zu beklagen. Inwiefern bremst diese Energiewende die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands? Also die Energiewende ist ja anders gelaufen, als sich das alle vorgestellt haben. Auch die Protagonisten, also das berühmte Eis,
für den Haushalt. Das ist heute nicht mehr einmal im Monat sondern, oder einmal im Jahr, sondern täglich zu zahlen. Also die Belastung für den Haushalt sind heute über 300 Euro im Jahr. Aus dem EEG, der Ausbaufahrt ist viel schneller gewesen und viel unkontrollierter und viel weniger abgestimmt, auch mit dem Leitungsbau, als das eigentlich erwartet war. Die Umverteilungseffekte sind enorm. Es hat wirklich Reichtum geschaffen auf der einen Seite, Energiewirte, Stadt-Land-Wirte, und es hat Energiearmut erzeugt in einigen Haushalten. Das sind alles Effekte, die niemand wirklich so wollte. Und wir haben als Industrie immer gesagt, wir wollen diesen Ausbaupfad kontrollieren und dann auch immer wieder nachsteuern. Und das ist natürlich letztendlich nicht passiert, weil sich niemand getraut hat, hier wirklich noch in die Speichen zu greifen. Wir haben, und das hat Herr Heil gesagt, gegenüber Brüssel es geschafft, gerade für die chemische Industrie ganz, ganz wichtige Regelungen, was die Eigenstromerzeugung betrifft, abzusichern. Das ist ein großer Erfolg gewesen, gerade auch durch Herrn Gabriel erreicht. Aber das ist natürlich nur eine Facette dieser Energiewende. Insgesamt zahlen wir in Deutschland viel höhere Energiepreise als in anderen Industrieländern. Die Belastung der Chemie allein durch die EEG-Umlage sind rund 1 Milliarde Euro pro Jahr. Ich hatte gerade heute Mittagessen mit zwei russischen Unternehmern, die große Investoren sind in Westeuropa, aber auch in Russland im Chemiegeschäft. Die haben völlig andere Rahmenbedingungen. Die können wir nicht in der Form hier replizieren. Aber man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass es da draußen eben eine Welt gibt, in der ein beinharter Wettbewerb stattfindet. Und wir haben uns hier unsere kleine Welt gebaut mit der Energiewende, auf die wir ganz stolz sind und die niemand in der Welt nachahmt, um das auch ganz deutlich zu sagen. Hm. Frau Dröge, ich spreche mal Sie direkt an, weil 2001 wurde ja eigentlich die Energiewende von Rot-Grün, also im Grunde müsste ich Herrn Heil und Sie ansprechen, initiiert. Und damals sagte, aber deswegen komme ich auf Sie, Frau Dröge, Jürgen Trittin als Umweltminister, die Förderung erneuerbarer Energien würde einen durchschnittlichen Haushalt nur 1 Euro im Monat kosten. Das entspräche einer Kugel Eis. Erstaunlich, damals schon. Die ist heute tatsächlich schon wieder ein bisschen teurer geworden. Tatsächlich ist es so, es kostet eine Eiskugel, allerdings nicht pro Monat, wie Trittin damals vermutete, sondern pro Tag. Die Kosten sprach Herr Bock an. Kosten des Durchschnittshaushalts zwischen 250 und 300 Euro pro Jahr. Das, was Herr Bock beklagt, laufen die Kosten aus dem Ruder in Deutschland? Wie sehen Sie das, Frau Dröge, Herr Heil? Also zunächst einmal muss ich sagen, dass aus unserer Sicht das EEG und auch die Energiewende eine unheimliche Erfolgsgeschichte sind. Das, was Sie beklagt haben, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mit einer viel höheren Geschwindigkeit passiert ist, als man das damals erwartet hat, das ist aus unserer Sicht natürlich gerade eine Erfolgsgeschichte, weil wenn man die Klimaziele ernst meint, dann muss man irgendwann auch zu 100% erneuerbaren Energien kommen. Wahr ist natürlich, dass wir seit 2005 nicht mehr die Verantwortung für das erneuerbare Energiengesetz tragen konnten. Leider, wir bedauern das sehr, und das so ein großes Modell, wie wir das damals angeregt haben, nämlich den kompletten Umbau der Energieversorgung in Deutschland, nicht ein Plan ist, den man am Anfang einmal macht, festlegt und dann sagt, das läuft jetzt für die nächsten 20 Jahre genau so, sondern da sind natürlich Nachsteuerungen notwendig gewesen, auch Nachsteuerungen, die aus unserer Sicht nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. Wir erleben jetzt enorme Kostensenkungspotenziale bei den erneuerbaren Energien, die auch den Börsenstrompreis enorm gesenkt haben. Auf der anderen Seite erleben wir, dass die EEG-Umlage gestiegen ist. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem auch Ausnahmen für die energieintensive Industrie, die dann auf die anderen Haushalte umgelegt werden sollen. Da müssen wir auch miteinander darüber sprechen, finde ich, ob diese Ausnahmen komplett über das EEG getragen werden sollen oder ob man da nicht die privaten Haushalte und die kleineren Unternehmen auch ein Stück weit entlasten kann. Aber wir erleben auf der anderen Seite auch Ausschreibungsmodelle, wie wir sie jetzt durch die Bundesnetzagentur hatten, wo die Windenergie dann zu Nullkosten quasi den Zuschlag gekriegt hat. Das heißt, wir haben riesige Kosteneinsparungspotenziale und die müssen sich in Zukunft auch im Preis, den die Haushalte zahlen und die Unternehmen zahlen, am Ende abbilden. Das ist eine große Aufgabe. Auf der anderen Seite haben Sie gerade als Großindustrie aber auch eine riesige Bandbreite an unterschiedlichen Ausnahmen ja bekommen. Wir haben im Umweltministerium mal versucht, eine Liste zu machen mit den unterschiedlichen Ausnahmetatbeständen von der EEG-Umlage über die Konzessionsabgabe, Netzentgelt, KWK-Umlage und so weiter, was Sie da an Ausnahmen haben. Es ist schon ein Riesenbündel an Ausnahmen. Das muss man sehen. Das, was der Verbraucher zahlt, das zahlen Sie als energieintensive Industrie nicht. Und da haben wir dem auch Rechnung getragen, dass Sie im internationalen Wettbewerb stehen. Ich würde ganz gerne mal, weil damals die SPD, ihr Landsmann Schröder, auch ein bisschen knirschte. Und das war ja so ein bisschen auch den Grünen zuliebe, dass man diese Energiewende auch in dieser Form machte. Wie sehen Sie das denn? Sind die Kosten aus dem Ruder gelaufen? Ja, sind sie. Das muss man mal deutlich sagen. Aber die Ursachen liegen nicht in der Gründungsgeschichte der Energiewende.
Denn wir müssen erst mal definieren, was ist eine Energiewende? Und Deutschland hat sich eine doppelte Energiewende vorgenommen, sehr sportlich als Industrienation, Ausstieg aus der Atomkraft. Da sind ja jetzt inzwischen alle für, die anderen haben ein bisschen länger gebraucht. Aber Rot-Grün hat erkannt, dass diese Technologie keine Akzeptanz mehr hatte. Und sehr ehrgeizige Klimaschutzziele. Das eine haben wir jetzt bald hinter uns, 21 geht das letzte AKW hin. Aber die große Frage ist, wie geht es eigentlich unter den Bedingungen einer hochindustrialisierten Gesellschaft einher mit dem Erreichen von Klimaschutzzielen? Jetzt zum Thema, was ist Energie eigentlich? Wir reden hier nur über den Stromsektor und das ist ein Teil des Problems aus meiner Sicht. Das EEG war gemeint als Markteinführung für erneuerbare Energien. Und es ist ausgerissen zu einer Dauerveranstaltung. Die Reformen, die wir jetzt viel zu spät mit Sigmar Gabriel durchgesetzt haben, für mehr Kosteneffizienz zu sorgen, durch Ausschreibungsmodelle, für eine Synchronisation des Ausbaus der Netze mit dem Ausbau der Erneuerbaren, das hätten wir früher haben müssen. Und das hätte verhindert, dass wir den Rucksack der 23, 24 Milliarden Euro EEG-Umlage, die wir jetzt mit uns rumschleppen mit den Einspeisezusagen, so hätten aufhäufen müssen. Ich habe erlebt, was für ein Chaos wir vorgefunden haben nach 4 Jahren Schwarz-Gelb. Fukushima, Laufzeitverlängerung zurück. Lebende Geschichten zwischen Wirtschaftsministern, die hießen Brüderle und Rösler, und Umweltminister, die hießen Altmaier. Wir haben die Kompetenzen in einem Haus gebündelt, weil wir wissen, das ist eine Operation am offenen Herzen der Industriegesellschaft, die gelingen muss, die gefährlich ist. Was wir jetzt erleben, ist Folgendes. Der Stromsektor ist schon relativ weit mit 33% erneuerbarer Energie. Aber wir müssen über den Verkehrssektor reden beispielsweise, über den Wärmesektor insgesamt, über die Landwirtschaft, über andere Sektoren, weil wir die Klimaschutzziele nicht allein im Stromsektor durchsetzen können. Das wäre ja Wahnsinn, das zu glauben. Das ist ein großes Missverständnis. Jetzt gibt es neben der EEG-Umlage neue Kosten, die ausreißen. Das sind vor allen Dingen die Netzentgelte, weil der Ausbau der Übertragungsnetze, aber auch der Verteilnetze erheblich viel teurer wird und sich verzögert hat. Und wir auch erleben, dass der fehlende Netzausbau der Vergangenheit dazu führt, dass wir volkswirtschaftlich irre Kosten haben. Redispatch-Kosten, abgeregelte Erneuerbare und zugekaufter Strom, den man dann braucht. Das zahlen wir doppelt. Was ist die Antwort? Und die Antwort ist, glaube ich, richtig, dass wir zumindest, das ist mein Appell, ich bin ja jetzt nicht mehr Joachim Pfeiffer im Wirtschaftsausschuss seit ein paar Tagen, aber es gibt noch 2 Sitzungswochen des Deutschen Bundestages, wo man was tun kann. Ich weiß, da wird es Gewinner und Verlierer geben. Aber dass wir keine einheitlichen Netzentgelte in Deutschland haben, dass 12 Bundesländer zum Teil 20% höhere Kosten, was die Netzentgelte haben, und andere weniger. Das ist Standortverzerrung in Deutschland zulasten der Bürgerinnen und Bürger und auch der Wirtschaft. Eine einheitliche Wälzung wäre und ist richtig, das muss man nicht sofort machen, da haben die in Baden-Württemberg und NRW zu Recht Bedenken, aber die in Bayern, die in Thüringen, die in Niedersachsen, die im Norden, die jetzt mehr zahlen müssen, aufgrund nur der Tatsache, dass dieses Unbundling so gelaufen ist, dass wir 4 verschiedene Netzgebiete haben, das ist nicht fair. Was ist der Blick in die Zukunft und wie kriegen wir die Kosten in den Griff? Ich glaube, dass niemand vernünftigerweise, bis auf ein paar Klimaleuchner, die es im Berliner Kreis der CDU gibt oder in Washington, die Klimaschutzziele ernsthaft in Frage stellt, auch Frau Merkel nicht, wenn ich das richtig sehe, von Gipfel zu Gipfel. Die spannende Frage ist, wie kriegen wir das hin? Und deshalb ist unser Vorschlag ganz klar. Wir müssen in der nächsten Legislaturperiode, wenn wir erleben, dass die Kosten weiter ausreißen, und zwar in der Kombination von Netzentgelten beispielsweise, EEG-Umlage, auch zu alternativen Finanzierungsmodellen kommen, die die Anfangszeit der Energiewende, die alten Lasten des EEGs, die wir noch mit uns rumschleppen werden bis Ende der 30er Jahre, auf der Zeitschiene strecken. Und wir müssen für mehr Kosteneffizienz setzen. Was wir nicht machen werden, ist, die Grundlagen der Energiewende in Frage zu stellen. Denn an einem bin ich ganz anderer Meinung als Herr Bock. Natürlich schütteln viele in der Welt den Kopf über die Art und Weise, wie die Deutschen das hier so machen. Aber dass wir, wenn wir es schaffen in Deutschland, in den 20er, 30er Jahren, die chemische Industrie ist Teil der Lösung, Chancen haben, in einer wachsenden Weltbevölkerung mit wachsendem Energiehunger und dem Menschheitsproblem des Klimawandels, mit den Technologien, die wir hier in Deutschland ausrollen und den Systemen, die wir hier haben, einen Beitrag zu einem exportfähigen Produktenverfahren und Dienstleistung zu leiten, zur systemischen Lösung, daran glaube ich nach wie vor. Deshalb die Energiewende nicht zurückkurbeln, aber wir haben in dieser Legislaturperiode mit Sigmar Gabriel erstmal Grund in das Chaos gebracht und wir müssen in den 20er Jahren jetzt die Aufgaben annehmen, damit man nicht den Widerspruch hat, die Kanzlerin redet von Klimaschutzzielen und national will man davon nichts wissen und beklagt die Folgen. Das ist kein Spaziergang, aber es ist ein Innovationsprojekt, wenn wir das gemeinsam miteinander anpacken. Herr Lenkert, Sie waren schon ganz nervös und wollten da rein. Ja, also ein Punkt ist natürlich klar. Kennen Sie noch den Börsenstrompreis von 2011? 6 Cent.
In der Vorschau für nächstes Jahr reden wir über 3 Cent. Jetzt stelle ich die Frage in den Raum, wie viel sparen Ihre Unternehmen durch diese Börsenstrompreisreduzierung ein im Jahr? Ich vermute mal mehr als die 1 Milliarde, die Sie EEG-Umlage zahlen. Null. Sie sparen nichts ein dadurch, dass der Börsenstrompreis niedriger ist. Also das können Sie sagen. Müssen wir mal vorrechnen, weil das verstehe ich nicht ganz. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Sie als Industrieunternehmen wissen doch sicher auch, dass man 2 Systeme nicht parallel fährt. Wenn Sie ein neues Verfahren entwickeln, dann entscheiden Sie sich, wenn Sie die Testlauf hinter sich haben, Verfahren 1 oder Verfahren 2. Und dann machen Sie einen Übergangspfad. Und was das Dümmste ist, was man machen kann, beide Kapazitäten oder beide Verfahren mit halber Kraft parallel zu betreiben. Dann haben Sie doppelte Kosten. Und jetzt beziehen wir das mal auf die Energiepolitik in Deutschland. Da gab es Rot-Grün, die wollten umschwenken, komplett auf erneuerbar. Dann gab es Schwarz-Gelb, die wollten komplett zurück. Die Folge ist, dass 2 Systeme parallel weitergefahren wurden. Eins wurde weiterentwickelt, das andere fuhr parallel weiter. Die Folge dessen ist eine Unmenge an Kraftwerkskapazitäten, Überschüsse. Jetzt kann man sagen, glücklicherweise haben wir damit Frankreich retten können in diesem Frühjahr. Die zweite Folge ist ein ungezügelter Netzausbau, der zu explodierenden Netzkosten führt. Das heißt also, wenn man nicht die Entscheidung trifft, so oder so, trifft man keine Entscheidung und das ist in jedem Unternehmen das teuerste und das ist auch im Energiesystem der Bundesrepublik am teuersten. Deswegen sagen wir als Linke ganz klar eine Entscheidung treffen. Wir wollen weg von fossiler Energieerzeugung und zwar so zügig wie möglich, damit diese Doppelbelastung aufhört und damit die Kosten für alle niedriger werden. Und wie gesagt, rechnen Sie noch mal nach mit den Börsenstrompreisen, was Ihnen das gebracht hat. Ich höre von Ihnen immer nur die Erhöhung des EEG, die Börsenstrompreissenkung höre ich nie. Das ist immer das etwas, was ein bisschen schwierig macht. Ja, also zunächst ist, glaube ich, erfreulicherweise ja relativ unstrittig die Bedeutung der Wertschöpfungsketten für die Grundstoffindustrie. Da gehört nicht nur Chemie dazu, da gehört Stahl dazu, da gehören die Nicht-Eisenmetalle dazu, um die sich herum Innovationen clustermäßig entwickeln. Und wenn die Industrien weg sind, dann sind sie weg. Und das haben wir in Großbritannien sehen, wo man jetzt wieder Minister für Reindustrialisierung hat und anderen Bereichen mehr. Ich bezeichne das immer gerne als die Kronjuwelen der deutschen Wirtschaft. Deshalb muss unsere Aufgabe sein, die zu erhalten. Sachlage ist aber, dass in Europa wir mehr als doppelt so hohe Energiepreise haben, auch im Strombereich, als in den USA. In Deutschland sind sie noch höher. Und wir haben eben Weltmarktpreise für Stahl, auch für Chemie, Grundlagenprodukte und anderes mehr. Deshalb müssen wir in Deutschland und in Europa dafür sorgen, dass diese Wertschöpfungsketten erhalten bleiben. Und deshalb ist es richtig, dass wir dort Ausnahmetatbestände für die energieintensiven Unternehmen machen. Und das sollten wir auch nicht gegeneinander aufrechnen und verhetzen. So nach dem Motto, der Haushalt und der arme Hartz-IV-Empfänger zahlt hier die Gewinne der Konzerne, das ist hier was Rot-Grün oder Links-Grün. Nee, immer Links-Grün, habe mich korrigiert, aber auch bei euch gibt es da eine ganze Reihe von Kameraden. Wenn ich mich daran erinnere, da gibt es nur Genossen, einen. Wenn ich mich daran erinnere, als es darum ging, die besondere Ausgleichsregelung und anderes durchzusetzen, war das eine schwierige Veranstaltung. Gabriel, aber ich freue mich, naja gut, du weißt, wie es gelaufen ist, weil, glaube ich, das wäre... Du hast auch mitgeholfen. Mit der SPD allein. Aber das nützt ja jetzt nichts. So. Also sind wir uns mal einig, dass wir dieses erreichen wollen und müssen. Und deshalb muss an den Kosten angesetzt werden. Und jetzt brauchen wir nicht über vergossene Milch sprechen. Aber Frau Dröge und auch lieber Hubertus Heil. Also Frau Dröge sagt, seit 2005 mit Krokodilstränen sind wir nicht mehr dabei. Also wäre 2010 gelaufen. Haben wir versucht, das EEG, ich bin seit 15 Jahren bei jeder Reform des EEG dabei und sehe, wie die Zahl der tatsächlichen vermeintlichen Profiteure des Systems und der Subventionsritter dort entsprechende Änderungen verhindern. Und 2010 ist bei der Photovoltaik durch den Bundesrat, damals in dem Fall durch Rot-Grün, die damals notwendige Anpassung verhindert worden. Insofern hätte man viel früher auf die Kostenbremse treten müssen. Es ist jetzt müßig, das heute zu beklagen, wenn man es damals noch Gas gegeben hat. Und letztes Jahr haben Sie noch im Bundestag, Frau Dröge, und Ihre Partei gesagt, es ist ja furchtbar, dass wir jetzt Ausschreibungen einführen. Das stimmt, wäre die Abrissbirne. Und was weiß ich, das Gegenteil ist passiert.
Auch in diesem Jahr wird so viel Onshore-Wind installiert wie nie zuvor, was wir immer exakt vorausgesagt haben. Und das dort wäre noch mehr eigentlich notwendig gewesen. Das einfach gehört vielleicht auch etwas zur historischen Klarheit dort etwas hinzu. So, was müssen wir jetzt aber zukünftig tun? Die Netznutzungsentgelte sind jetzt der treibende Faktor, nachdem die Kostentreiber und Dynamik des EEG etwas gebrochen ist. Ja. Und wir haben einen Vorschlag gemacht, wir brauchen mehr Kosten, Wahrheit und Klarheit, deshalb müssen die Kosten, die Energiewende bedingt sind, also die erwähnten Redispatch-Kosten oder wie Dinge, die wir schon haben, Offshore, Wind und andere Dinge, die müssen ins EEG, dort wo sie hingehören. Und dann können wir, dann macht es auch Sinn, Netznutzungsentgelte zu vergleichen und zu vereinheitlichen. Aber jetzt einfach zu sagen, okay, wir haben Netznutzungsentgelte, die Kosten, die sind sakrosant. Wir sind auch nicht bereit, Kosten anzusetzen. Wir haben letztes Jahr, hat die SPD leider Hubertus abgelehnt, auch jetzt machen wir wieder den Versuch, dass wir sagen, es muss auch aus dem System, es müssen alle mithelfen. Und jetzt sage ich mal, wenn erneuerbare Energieanlagen, die volatil sind, und die Netze nicht vorhanden sind, wenn die 95% im Einspeisemanagement ihre Kosten bekommen, bei Renditen, die im Wind Onshore immer noch bei 20-30% liegen, dann müsste auch dort das Einspeisemanagement reduziert werden, dass wenn die nicht einspeisen können, dass sie dort entsprechend eben nur die Hälfte oder 70 oder was auch immer Prozent bezahlen, dass wir Kosten aus dem System holen und nicht nur sagen, wir verteilen jetzt die vorhandenen Kosten und andere haben dann die Suppe auszulöffeln oder die Dinge zu tragen. Wir haben einen konkreten Vorschlag vorgelegt, den können wir nächste Woche verabschieden. Da ist die SPD bisher noch nicht bereit, dieses entsprechend mitzugehen. Wir werden in der nächsten Woche dann nochmal einen Versuch entsprechend machen. Klar ist aber, letzter Punkt, nur einseitig auf die Erzeugung zu setzen, wie wir es gemacht haben in den vergangenen Jahren, ist falsch. Wir brauchen Flexibilisierung, stimmt. Wir brauchen Synchronisierung mit dem Netzausbau, wir brauchen entsprechend auch auf der Demand-Side diese Flexibilisierung, wir brauchen Speicherintegration, Stichwort Sektorkopplung, die schon angesprochen, andere Dinge mehr. Nur dadurch werden Innovationen angereizt. Wenn ich jemanden, wiederholst du nochmal, Einspeisemanagement, nur sage, egal ob du einspeist oder nicht, dann bekommst du das gleiche Geld, hat er null Anreiz. Und da sind wir bei den Innovationen, die müssen im System angereizt werden, dann können wir auch schnell und effektiv Kosten reduzieren für die Zukunft und dann können wir uns auch darüber unterhalten, was machen wir mit dem Ausgabenrucksack, der sich jetzt mit 500 Milliarden aufgeht. Bevor ich zu Frau Beer komme, hätte ich da aber ganz konkret nochmal an Herrn Pfeiffer eine Frage, weil die Kosten können vielleicht reduziert werden, aber Folgekosten der Energiewende bleiben. Altmaier, als er noch Bundesminister war für Umwelt, hat das mal beziffert in einer unglaublichen Größenordnung, das war in der FAZ in einem Interview, von 1 Billion Euro und das war vergleichbar mit den Kosten für die deutsche Einheit. Und er sagte, das wird es am Ende kosten. Ein ungeheurer Batzen Geld, der sicherlich von vielen getragen wird. Der VCI schlägt in seinen Punkten vor, dass die künftige Finanzierung der Energiewende aus dem Bundeshaushalt getragen werden sollte. Ganz konkret mal an die Regierungsparteivertreter, Frau Beer, ich habe Sie auf dem Blog hier, aber ich würde es gerne ganz konkret mal eine Antwort hören von Herrn Pfeiffer und Herrn Hay. Ist das denkbar? Also davon halte ich gar nichts, um das ganz klar zu sagen, weil aus dem Bundeshaushalt wird man die Probleme ja nicht lösen und wir müssen den Druck im System, der ja vorhanden ist, dort so entsprechend entweichen lassen, dass wir Kosten im System reduzieren und nicht sagen, der Steuerzahler soll es jetzt aus dem Bundeshaushalt machen. Auf der anderen Seite wollen wir eine schwarze Null weiterschreiben und andere Dinge mehr, das hilft ja nicht, sondern wir müssen das im Energiesystem lösen. Insofern ist das ein weiterer Verschiebebahnhof, der in die falsche Richtung führt. Ich bin da anderer Meinung. Ich bin auch nicht dafür, dass wir die Kosten jetzt, das wäre kein realistisches Versprechen, das EEG 23 Milliarden Euro pro Jahr in den Bundeshaushalt integrieren. Da haben wir kein Geld mehr für Bildung, für Investitionen, für steuerliche Forschungsförderung. Kommen wir nachher zu. Aber der Staat kann einen Beitrag leisten. Und zwar die Tatsache, es gibt ja verschiedene Modelle, die diskutiert werden aus verschiedenen Richtungen. Mein Freund Gary Dünn, bis vor kurzem Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, hat mit der Kollegin Aigner in Bayern beispielsweise von der CSU mal alternative Finanzierungsmodelle geprüft, um das, was wir als Rucksack mit uns rumschleppen, die Anfangsphase beispielsweise auf einer Zeitschiene zu strecken. Wir haben ja die Situation, dass sich in den 20er Jahren finanziell da ganz schön viel knubbelt. EEG-Umlagen, die irgendwann auslaufen als feste Einspeisevergütung, Kosten des Netzausbaus und vieles andere mehr.
Wir wissen aber, das hat die Kollegin Dröge zu Recht angesprochen, dass Erneuerbare zu Grenzkosten null langfristig in einem veränderten System durchaus auch kosteneffizient sein können. Und wir haben jetzt Kosteneffizienzen durch Ausschreibungsmodelle. Das heißt, ich kann mir vorstellen, das meine ich mit Prüfung alternativer Modelle, hier hat keiner sofort auf Tasche, aber da gibt es verschiedene, dass wir das in der nächsten Legislaturperiode uns vornehmen. Aber es gibt eine Sache, die können wir ganz konkret machen. Und ich ärgere mich, dass wir das noch nicht hingekriegt haben. Der Staat in Form von Herrn Schäuble verdient ja an jeder EEG-Umlagensteigerung mit. Das sind die Mehrwertsteueranteile, die draufkommen. Und es gibt eine Steuer, die war mal als Ökosteuer gemeint. Das ist die Stromsteuer. Die ist, Stichwort Internalisierung externer Kosten, zu Deutsch, wir verteuern Umweltverbrauch und lasten Arbeit, eine gute Idee gewesen. Aber warum man jetzt eine Ökosteuer auf Ökostrom hat, 33% Erneuerbare, darauf Stromsteuer zu zahlen. Aber Hubertus, du weißt auch, dass die Stromsteuer der Industrie nicht hilft. Ja? Nein, es geht mir darum, über die wir hier reden. Naja, Moment. Erstens gibt es industrielle Unternehmen, die nicht stromsteuerbefreit sind. Und zweitens gibt es viele mittelständische Unternehmen. Wir reden über Wertschöpfungsketten. Ich sage nur eins. Eine Stellschraube, die im Moment nicht gebunden ist, zum Beispiel wie bei der KWK-Umlage, da kann man nichts rausziehen. Oder bei der EEG-Umlage oder dem Netzausbau. Aber eine, die wir sofort ziehen könnten, ist, wenn die EEG-Umlage weiter steigt und die Netzentgelte, dann können wir sukzessive die Stromsteuer abschmelzen, weil es reine Staatsfinanzierung ist, weil es mit Energiepolitik rein gar nichts zu tun hat und weil es fair ist, den Verbrauchern und denen, die nicht von der Stromsteuer befreit sind als Unternehmer, ein Stück zurückzugeben, um zumindest die Kosten zu dämpfen, die da sind. Das können wir machen, das haben wir im Wahlprogramm. Ich freue mich auf die Koalitionsverhandlung, mit wem immer wir das dann verhandeln werden. Frau Beer, jetzt Ihre Sicht der Dinge auf die EEG- und Energiepolitik. Also ich finde es ja spannend, wenn man jetzt hier eben die Diskussion verfolgt hat, dann kann man das eigentlich auf einen Punkt zurückführen, nämlich was für Schwierigkeiten und was für ein Schlamassel man nachher hat, wenn man als Staat eingreift über Subventionen und den Marktmechanismus außer Kraft setzt. So, jeder von uns will erneuerbare Energien, es kommt auf einen sinnvollen Mix an der Stelle, aber sie sind schon lange kein Nischenprodukt mehr, das haben die Ausbauphase ja gezeigt. Trotzdem wird es noch massiv subventioniert, teilweise eben auch mit abstrusen Ergebnissen, dass egal ob eingespeist wird oder nicht, die entsprechenden Subventionen laufen. Unserer Meinung nach müssen wir dringend weg von solch einem staatlichen Modell wie dem EEG, das EEG abschaffen und Marktmechanismen wieder zum Wirken kommen lassen. Wir müssen Steuern über Zertifikathandel, CO2-Emissionen-Zertifikathandel, aber auch zum Beispiel die Frage der Versorgungssicherheit. Ein Problem, das wir ja erst durch diese Art der Energiewende in den Markt bekommen haben, was große Kosten verursacht, die Kosten, die bei den Unternehmen abgeladen werden, diese Sachen eben auch mit einzubeziehen, dass die Produzenten dann eben auch Versorgungsgarantien geben müssen, die kann man auch als Zertifikate organisieren, die kann man entsprechend handelbar machen an der Stelle und somit auch wieder Wettbewerbsfähigkeit herstellen, weil der Blick von Herrn Bock ist ja völlig richtig. Er muss letztendlich vergleichen, ob sein Standort hier der richtige ist oder ob er an anderer Stelle die gleichen Geschichten zu günstigeren Kosten produzieren kann. Und es sind dann eben nicht immer nur Arbeitnehmerkosten, sondern es sind auch andere Faktoren. Und die sind an dieser Stelle hausgemacht. So, und dementsprechend muss man schauen, dass man das Ding marktgängig wieder aufstellt und aus dem Aspekt rauskommt, dass der Staat vorgibt. Und dazu gehört für mich zum Beispiel auch, weil das angesprochen worden ist, dass wir endlich wieder an der Stelle technologieoffen sind. Ich halte es für einen ganz, ganz großen Fehler, wenn Staat sagt, so jetzt ist es die Windkraft, jetzt ist es das E-Auto, jetzt ist es dieses und jenes. Das führt meistens nur zu Fehllenkungen, auch gerade im Bereich Forschung und Entwicklung. Das müsste eben entsprechend offen sein. Da muss auch Forschungsförderung technologieoffen sein, nämlich über die steuerliche Sache da reinkommen. Und dann können wir uns gerne am Ende, weil die Belastung ist ja nicht nur eine für die Industrie, sie ist nicht nur eine für die Wirtschaft, sondern sie ist insbesondere auch eine für die Verbraucher geworden. Also aus der einen Kugel Eis sind mehrere Familienpackungen Eis geworden. Dann können wir uns gerne über die Stromsteuer unterhalten, das haben wir auch im Programm, Stromsteuer abschaffen an der Stelle, diese Verzerrungen beseitigen, aber wir werden es am Ende nicht dadurch bekommen, dass wir noch ein kleines Sträubchen an einem misslungenen Modell organisieren, sondern wir werden dieses Ding absetzen müssen und wieder auf Marktmechanismen setzen müssen. Frau Dröge? Ich habe da ein Stück weit damit gerechnet, dass Sie jetzt genauso argumentieren würden. Und ich möchte Ihnen einfach mal eine Frage stellen. Sie haben ja jetzt gesagt, Sie sind so für den Markt und das EEG ist das Gegenteil von Markt. Ich vertrete die grundsätzlich gegenteilige These. Ich glaube, erst durch das EEG sind wir im Bereich des Strommarktes, der noch nie ein Markt war, überhaupt erstmal zu einer Entwicklung gekommen, die annähernd einen marktähnlichen Mechanismus geschaffen hat. Nämlich eine dezentrale Stromerzeugung durch viele kleine, die dann in den Markt eingespeist haben, während wir vorher eine oligopolistische Marktstruktur
Infrastruktur hatten, mit sehr wenigen großen Anbietern. Und wenn Sie sich mal ehrlich machen würden und mal über die Preise sprechen würden, die wir tatsächlich als Staat auch zahlen würden für die Ewigkeitslasten im Bereich des Kohlestroms, für die atomaren Kosten im Bereich der Atomkraftwerke, das Thema Endlager, das Thema Rückstellung und Abbau der Atomkraftwerke. Wenn man das alles mit in die Preise einpreisen würde, dann würden wir auch in dem Bereich über ganz andere Preise sprechen. Und das ist etwas, was der Staat seit Jahrzehnten subventioniert und zahlt. Und deswegen sind wir weit weg an der Stelle von einem Markt. Und durch das EEG haben wir jetzt ein dezentrales System geschaffen, was überhaupt erstmal Marktdynamiken und Innovationen ermöglicht hat, Innovationen, von denen auch diese Branche im Übrigen sehr stark profitieren kann. Wenn es um das Thema Speichertechnologien und so weiter geht, dann brauchen wir ja auch hier Ideen aus dem Bereich der chemischen Industrie. Und das ist eigentlich die Erfolgsgeschichte, die das EEG geschaffen hat und wo uns viele, und da wollte ich nochmal widersprechen, auch aus dem Ausland für beneiden, wenn man Besuch bekommt aus anderen Ländern, dann sehr viele Menschen, die sehr interessiert sind an diesem Modell des EEG. Und ich habe auch gerade noch eine Delegation aus den USA da gehabt, die gesagt haben, wie haben Sie das eigentlich gemacht? Wie klappt das eigentlich, dass Sie solche Ausbaupfade im Bereich der Erneuerbaren haben? Das ist vorbildlich, weil wenn wir die Klimaziele ernst meinen, dann müssen wir das schaffen. Und zum anderen Bereich, das Thema Herr Heil, Sie haben gesagt, Sie hätten nicht viel geschaffen. Aus meiner Sicht haben Sie aber auch viel Chaos in den letzten Jahren im Bereich der Energiepolitik geschaffen. Sie haben 4 Reformen im Bereich des EEG gehabt, ohne dass es irgendeine Klarheit gibt, ohne dass die Unternehmen auch wissen, was in Zukunft auf sie zukommt. Sie haben den Ausbau der Erneuerbaren im Bereich der Solarindustrie gedeckelt, was aus meiner Sicht der falsche Fehler war. Sie haben es nicht geschafft, den Netzausbau ordentlich voranzutreiben, was für die Industrie, das waren jetzt nicht Sie, das war die CSU in Bayern, enorm wichtig wäre, also dass wir funktionieren. Also in Bayern wird mehr gebaut als Niedersachsen oder Umweltminister den Ausbau Herr Seehofer hat es geschafft, den Netzausbau zu verhindern. Sie haben das Thema Kohle als Reservekraftwerke, Sie haben das Thema Kapazitätsmärkte nicht angegangen, das Thema Lastenmanagement nicht angegangen. Wenn wir weiter so diskutieren wie hier gerade, dann werden wir die Energiewende nicht schaffen, das stimmt. Weil diese ideologischen Debatten der Vergangenheit, ich sage mal FDP jetzt von gestern, Grüne von gestern, das ist ein Kampf, der ist vorbei. Die Energiewende ist allgemein akzeptiert. Und zwar als ein Weg von ehrgeizigen Klimaschutzzielen. Und Technologieoffenheit heißt ja nicht zurück zur Atomkraft, wenn ich das richtig verstanden habe. Nein, habe ich ja auch nicht gesagt. Nee, will ich aber sagen. Sorry, aber die Art und Weise, wie wir das gerade organisieren, lasst uns doch mal über vernünftige, pragmatische Lösungen reden, wie wir das in 20er Jahren hinbekommen. Und die Frage Markt versus Staat, ich mache es an einem Beispiel. Wir haben durch die Ausschreibungsmodelle mehr Kosteneffizienz und Markt ermöglicht. Und es hilft, man sieht es. Die Untergangspropheten, die Ausschreibung killen, die Erneuerbaren, das hat der Kollege Pfeiffer zu Recht gesagt, haben nicht recht gehabt. Worüber wir jetzt reden, selbst im Modell der Kollegin von der FDP, sind ja die Kosten der Vergangenheit. Sie sagen Abschaffung des EEG, die 23 Milliarden Euro feste Einspeisevergütung, auf die sich jetzt Leute verlassen, da wollen sie ja auch nicht rein. Und mein Vorschlag ist, lasst uns mal darüber unterhalten, wie wir diese Kosten so strecken, dass sie unserer Wirtschaft und den Verbrauchern nicht zusätzlich zu den absehbaren Kosten auf die Füße fallen. Das nenne ich pragmatisch. Aber die Diskussion so zu führen, als seien wir in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren, das hilft uns in den 20er Jahren bei den Aufgaben jetzt nicht. Es ist eine Frage, die braucht technologisches Know-how. Wir brauchen zum Beispiel die Digitalisierung der Energiewende. Das ist eine Riesenchance, die Synchronisation von Verbrauch und Produktion zu steuern. Wir müssen das mit den Netzen hinbekommen. Ja, da sind wir viel zu spät und da kann jeder sich die Schuld in die Schuhe schieben. Es baut auch noch keine Netze. Vielleicht lassen wir uns mal gemeinsam für Akzeptanz für Netzausbau kämpfen und nicht hier in Berlin Netzausbau fordern und vor Ort ihn blockieren mit Bürgerinitiativen. Da muss man halt mal im Kreuz sagen, zu sagen, eine Industrienation braucht Hauptschlagader in der Energiewende, braucht Netze. Wer die Energiewende will, der kann nicht gegen Netze sein. Das gilt übrigens für alle Parteien in der Kommunalpolitik, die dagegen sitzen. Ich befürchte, da sind alle von uns beteiligt, eine Führungsaufgabe wahrzunehmen. Aber diese lähmende ideologische Debatte über Energiepolitik hat uns genau dahin geführt, wo wir jetzt sind, nämlich in Investitionsunsicherheiten, in die Frage, dass Kosten uns ausreichen. Ich habe die Hoffnung, dass wir in den 20ern gemeinsam, egal wer jetzt nach der Bundestagswahl regiert, daran ansetzen, wo wir jetzt waren. Wir haben Grund reingebracht in den letzten 4 Jahren, Joachim Pfeiffer. Wir haben ganz viele Auseinandersetzungen mit Brüssel hinter uns gelassen. Besondere Ausgleichsregelung ist vorhin erwähnt worden. Eigenstromproblematik. Wir haben jetzt die Diskussion über Emissionshandel. Wenn man dieser Bundesregierung viel vorwerfen kann, eins nicht, dass sie nicht Industriepolitik, auch in der Energiepolitik gemacht hat, um diesen Wirtschaftsstandort so zu sichern, dass wir ein Level Playing Field zu anderen Standorten haben. Das ist das tägliche Geschäft von Sigmar Gabriel und ich sage das auch von Angela Merkel gegenüber Brüssel gewesen. Deshalb, die Aufgabe der 20er Jahre ist nicht nochmal die Energiewende in Frage zu stellen oder sie als zu verherrlichen nach dem Motto, war alles super, das war es auch nicht beim EEG, sondern wie kriegen wir pragmatisch vernünftige Reformen hin, die in den 20er Jahren die Energiewende nicht zum Desaster, sondern zum Erfolg führen im Sinne von Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und im Übrigen auch Umweltverträglichkeit. Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt.
finde ich gut, dass Sie es ansprechen, dass wir sozusagen auf die Zukunft schauen wollen. Ich will, was jetzt in den letzten Wochen gerade aktuell durch die Medien ging, noch mal eine Sache aufgreifen und an eine Zukunftsfrage binden. Und zwar erinnern wir uns an Merkels Rede im CSU-Bierzelt. Da sagte sie, und das war eigentlich auf die Verteidigungs- und Außenpolitik gemünzt, dass sie sagte, wir müssten jetzt unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Ein Stück weit hat sie gesagt. Ein Stück weit in die eigenen Hände nehmen. Nur 5 Tage später wurde in einem ganz anderen Zusammenhang dieser Satz, fanden zumindest viele journalistische Beobachter und Kollegen von mir, ad absurdum geführt durch Donald Trump, der aus dem Klimaschutzabkommen ausscherte. Da war dann die große Frage, kann denn Deutschland sein Schicksal, was Klimapolitik angeht, in die eigenen Hände nehmen, wo wir für den CO2-Ausstoß, glaube ich, 2% ausmachen weltweit in Deutschland. Ja? Also ist da im Grunde überhaupt die Möglichkeit gegeben, und da würde ich Herrn Bock gerne fragen, die meisten Parteien, die hier sitzen, wollen ja sozusagen nationale Klimaschutzziele definieren und wollen auch einen nationalen Klimaschutzplan. Wie sehen Sie das? Ist sozusagen nationale Klimaschutzpolitik sinnvoll Ihrer Meinung nach oder wahnsinnig störend? Gut, wir fordern natürlich als Industrie eine internationale Abstimmung, ein Level Playing Field, wie das so schön heißt. Und ideal wäre ja ein globaler Emissionshandel. Das ist ein weiter Weg. Wir haben auch versucht, jetzt im Vorfeld von G20 das als Verband und Industrie zu pushen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich kommen wird, ist nach dem Ausstieg der Amerikaner relativ gering. Wobei einige Länder wie China sich schon committen. Wobei, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. China hat ja nur zugesagt, dass ab 2030, wohlgemerkt, dann der absolute Ausstoß an CO2 zurückgehen wird. Bis dahin gehen die von einer steigenden CO2-Belastung aus. Bei dem Thema Energie, ich will es noch mal kurz hier in die Runde werfen, geht es natürlich auch um Glaubenssätze, es geht aber auch um gutes, praktisches Politikhandeln. Und unser Petitum beim EEG ist ja nicht das, was jetzt aufgelaufen ist, in Frage zu stellen. Das ist sozusagen im Sinne von Bestandsschutz da. Aber das, was nach vorne kommt, kann man, glaube ich, intelligenter machen. Und da kann man schlichtweg Lehren ziehen aus den letzten 15, 20 Jahren. Das sollten wir uns als Politik meines Erachtens auch zutrauen, ganz pragmatisch hier Verbesserungen herbeizuführen. Das ist, glaube ich, Aufgabe von verantwortlichem Handeln. Ich möchte nur eine Frage an der Stelle stellen. Wir reden alle gleichzeitig auch vom Ausstieg aus der Kohle. Und wir wollen als Gesellschaft irgendwann ja eigentlich dekarbonisiert sein, was immer das bedeutet. Sollen wir auch aufhören zu atmen, das ist ganz schädlich für die Umwelt in dem Zusammenhang. Und hier brauchen wir, glaube ich, auch mehr Verständnis für das, was praktisch tatsächlich möglich ist. Hier werden Glaubenssätze gemacht. Wir speichern dann die erneuerbaren Energien. Kein Mensch weiß, wie das gehen soll technisch. Ja. Die Netze haben wir ohnehin noch nicht. Die Kohlekraftwerke wollen wir auch nicht mehr haben. Dann kommen vielleicht die Gaskraftwerke. Fände ich als BASF gar nicht so schlecht, aber wird es nicht wirklich ersetzen können. Hier sind im Grunde Unstimmigkeiten in den Aussagen und die werden dann zugetüncht mit der Aussage, wir haben eine Willensbekundung in die Zukunft hinein und wir müssen uns nur anstrengen, dann wird es schon gelingen. Und keiner hat eine Idee, wie es eigentlich gelingen soll. Und wir als Industrie brauchen hier Planungssicherheit. Wir haben Planungszyklen von 10, 20 Jahren für unsere Investitionen und uns dann zu vertrösten, zu sagen, ja, wird schon irgendwie gut gehen. 2030 ist übermorgen für uns. Also, das ist ein Vorwurf sozusagen an Sie alle, dass Sie quasi religiös hier vorgehen würden und nicht die Rahmenbedingungen richtig setzen. Also da würde ich erstmal zustimmen, dass die Rahmenbedingungen nicht richtig gesetzt sind. Der erste Punkt, was ich sagen kann, die Stromsteuer könnte man sofort abschaffen. Bis auf 0,5 Cent, das ist dann das, was die EU fordert, aber der Rest könnte weg. Das nächste ist natürlich, muss man Kostenehrlichkeit machen, Investitionssicherheit. Und jetzt sage ich mal so, es ist doch absolut nicht marktwirtschaftlich, wenn der Strompreis in Brandenburg, wo man Stromüberfluss hat, sei es wegen Wind, sei es wegen der Kohlekraftwerke, die noch stehen, höher ist für alle nicht EEG- und netzentgeltbefreiten Unternehmen als in Bayern, wo der Strom knapp ist. Das ist marktwirtschaftlich widersinnig. Es ist ein falsches System. Und wenn ein falsches System ist, dann muss ich mal der FDP kurz zustimmen, dann ist es schädlich. Aber gar kein System ist auch schädlich. Ich erinnere an die Bankenkrise 2007, 2008. Da wurde hinterher nach dem Staat geschrien, rettet uns. Also insofern, man muss das richtig machen. Und wenn ja gesagt wird, wir haben keinen Speicher, 171 Milliarden Kilowattstunden oder 171 Terawattstunden Speicher ist in Deutschland verfügbar. Im Erdgasnetz, der ist da.
Und wir haben eine erneuerbare Energie zugegeben, relativ teuer, die problemlos im Erdgasnetz eingespeist werden könnte, nämlich das Biogas. Was wird gemacht? Statt diese teure Energieform, aber erneuerbar und wertvoll für die Zukunft, für die schlechten Zeiten zu nutzen, wenn Wind und Sonne nicht da sind, wird sie als Grundlastkraftwerk konstant verbraucht. Totale Fehlkonstruktion. Netzausbau. Wenn Sie ein Windrad in Bayern bauen, wo es vielleicht gebaut wird und wo die 10H-Regelung gebraucht wird und wo die 10H-Regelung funktionieren würde, haben Sie dieselben Kosten wie in Schleswig-Holstein. Aber Sie haben keine Transportverluste für den Strom von Schleswig-Holstein nach Bayern. Das Problem ist, der Erzeuger ist nicht für den Transport zuständig. Er hat auch nicht mit den Kosten zu tun. Das bedeutet im Klartext, der in Bayern verdient weniger, weil weniger produziert wird, hat zwar keine Transportkosten zu seinem Kunden, aber die Transportkosten zum Kunden hat er in Schleswig-Holstein auch nicht, weil dem bezahlen nämlich die Netzkunden. Und zwar nicht der Endkunde, wenn er groß ist, sondern alle gemeinsam. Das heißt, das sind völlig falsche Systeme. Also Sie wollen die dezentrale Energiewende. Wir brauchen eine dezentrale Energiewende, so dezentral wie möglich, so zentral wie nötig. Und wir brauchen Kostenehrlichkeit. Das Netz wird benötigt, nicht nur von den Endkunden, nicht nur von der chemischen Industrie, sondern auch von den Stromerzeugern, aber eben auch von den Börsenstromhändlern. Und jeder, der das Netz nutzt und braucht für seine Geschäfte, muss für das Netz mitbezahlen. Das brauchen wir. Und als ersten Schritt müssen wir dringend, was Hubertus Heil angesprochen hat, die Netzentgelte vereinheitlichen. Es ist eine absolute Wettbewerbsverzerrung. Wenn in einem einheitlichen Versorgungsgebiet mit einheitlichen Börsenpreisen wegen der Netzentgelte ein chemischer Park in Ostdeutschland oder in Norddeutschland 2 Millionen mehr bezahlt als in Mannheim, einfach nur wegen dem falschen Standort. Das führt nämlich wieder zu den falschen Entscheidungen für die Investition, betriebswirtschaftlich richtig. Eventuell geht der Chemiepark in Norddeutschland pleite, der in Süddeutschland wird ausgebaut, freut sich, hat Pfeife und dann brauchen wir noch eine zusätzliche Leitung, die wir alle bezahlen müssen. Das ist betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich Schwachsinn und das gehört endlich korrigiert. Herr Pfeiffer, zur Kohle. Also Sie hatten ja auch das Thema Klima angesprochen und die Union bekennt sich ganz klar zu multilateralen Ansätzen und das gilt nicht nur Klima kommt dazu, sondern zum Beispiel auch für den freien Welthandel und andere Dinge mehr, die für den Industriestandort, das haben wir heute noch gar nicht erwähnt, mindestens so wichtig sind wie die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Und deshalb sagen wir auch, das was in Paris unterschrieben ist, sollten wir als Europa auch verfolgen und auch einhalten. Das heißt aber andererseits auch, dass wir in Europa ein einheitliches, um Ihr Wort aufzugreifen, Level Playing Field brauchen. Wir brauchen dann nicht nochmal unterschiedliche Klimaziele in 28 oder 27 Staaten und unterschiedliche Instrumente, sondern wir müssen dann die Instrumente bereinigen und uns auf einheitliche Ziele verständigen. Und so wie wir es in der Vergangenheit zum Teil gemacht haben, dass wir sagen, ja, in Deutschland machen wir dann nochmal höhere Ziele, haben aber gleichzeitig den Emissionshandel, dass es im Klima überhaupt nichts nützt, wenn ich in Deutschland mehr CO2 einspare, aber an anderer Stelle in Europa diese Einsparung dann entsprechend kompensiert werden kann. Das führt ins Nirvana und ist sicher nicht zielführend. Deshalb werbe ich dafür und werden wir auch Aussagen dazu machen, dass wir dort eine europäische Harmonisierung entsprechend anstreben und dass wir eher den Instrumentenkasten bereinigen und ein Lenkungsinstrument, nämlich den Emissionshandel, der auch technologieoffen ist, so ins Werk setzen, dass er die Ziele dann auch erreichen kann. Das mal zu, also kein nationaler Klimaschutzplan, ist das Ihre Aussage? Ganz klar, keine nationalen Alleingänge, sondern europäische Ziele, die wir international zugesagt haben, dort auch entsprechend umsetzen. Also zum einen hat diese Bundesregierung, die glaube ich im Moment noch von Frau Merkel gestellt wird, gerade einen Klimaschutzplan auch einen nationalen beschlossen. Also ein bisschen widersprüchlich, aber ist interessant. Dem hat die CDU-CSU-Fraktion nicht zugestimmt und wir halten das auch nicht, die Regierung beschlossen. Jetzt reden wir jetzt über den Unterschied zwischen Frau Merkel und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das interessiert aber die Wählerinnen und Wähler und die Bürger nicht und die Industrie auch nicht. Die spannende Frage ist, was ist nötig? Ich habe eine Sympathie dafür, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht in deutscher Manier immer noch was draufpacken. Sondern es ist wichtig, das Ding hier aus, glaube ich. Der Strom ist schon weg, ne? Also es ist richtig, eine Wolke. Es ist richtig und vernünftig, dass wir auch in Europa ein Level Playing Field haben. Es tun sich andere europäische Länder übrigens auch leichter mit sehr ehrgeizigen Klimaschutzzielen, weil sie nicht so industriellen Besatz haben wie wir. Das erleben wir immer wieder, auch in den europäischen Räten. Da gibt es wirklich eine Spaltung in Europa. Aber richtig ist auch wenn wir mit den deutschen Klimaschutzzielen, die ehrgeiziger sind als die anderen, nicht das Weltklima retten, das können wir nicht von Deutschland.
Und wir müssen immer wieder auf Carbon-Leakage-Probleme aufpassen, also dass wir mit überzogenen europäischen Emissionshandelsregeln oder nationalen Gesetzen dazu führen, dass es im Zweifelsfall zu Verlagerungen gibt in Standorte, in denen es solche Regime nicht gibt. Fürs Weltklima ist nichts gewonnen, aber die Arbeitsplätze sind weg. Der Stahl kann davon ein Lied singen beispielsweise. Die haben nicht nur Dumpingprobleme, sondern eben auch das Problem als Grundstoffindustrie. Das gilt im besonderen Maße auch für die chemische Industrie. Deshalb, Herr Tillmann, wir haben verschiedene Gespräche in Brüssel geführt, um darüber zu reden, wie man es macht. Aber Joachim Pfeiffer, was nicht geht, ist, sich nicht ehrlich zu machen. Und sich nicht ehrlich machen hieße, wir machen gar nichts mehr national. Übrigens, da haben wir beim Thema Energieeffizienz noch ganz viel Luft, zum Beispiel im Gebäudebereich und in vielen anderen Bereichen. Wir brauchen auch mehr Sektorkopplung, ist auch kein Allheilmittel. Aber zu sagen, wir machen gar nichts mehr sozusagen an zusätzlichen Zielen und Maßnahmen, auch nicht sektorscharf, wir packen das alles in den Emissionshandel. Und dann geht es um den Emissionshandel und sagen wir, wir brauchen aber ordentlich Ausnahmen für unsere Grundstoffindustrien. Wenn man dann ehrlich ist, dann würde ich sagen, nimm doch einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in deiner Fraktion, der heißt Arnold Fartz, der ist ehrlicher. Der sagt, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Das ist alles ein hohler Wahn. Das ist eine ehrliche Position. Ich finde sie nicht wissenschaftlich gedeckt. Ich finde sie auch politisch nicht richtig. Aber das ist eine Position, mit der kann man sich auseinandersetzen. Was nicht geht, ist Klimaschutz nach dem Motto, wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass. Das ist eine ehrgeizige Sache, es ist eine Transformation, die ist richtig heftig. Und ich erlebe ja auch, Herr Bock weiß das auch, dass es auch im BDI mittlerweile keine einheitlichen Positionspapiere mehr zu solchen Fragen gibt, weil es ja unterschiedliche Interessen gibt. Übrigens manchmal wie in der Handelspolitik, haben wir auch erlebt. Aber wir müssen es trotzdem hinkriegen. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass wir jetzt nicht gerade beschlossene, von der gemeinsamen Bundesregierung geschlossene Klimaschutzpläne in Frage stellen, sondern mal monitoren, ob wir sie wirklich erreichen. Und in welchen Bereichen wir sie noch nicht erreicht haben. Der Stromsektor ist sehr weit, der Wärmesektor ist sehr weit hinten. Der Verkehrssektor hat nicht mal damit angefangen, CO2 einzusparen. Und wir wissen, jetzt muss es schnell gehen, weil zum Beispiel in China, das wissen wir auch, ich mache es am Beispiel von Volkswagen aus meiner Heimat in Niedersachsen, die verkaufen die Hälfte ihrer Automobile auf dem chinesischen Markt. Wir haben unglaubliche ökologische Probleme in chinesischen Ballungszentren. Im chinesischen Staat wird ordnungspolitisch werden neue Antriebe verlangt werden. Wenn wir da mitspielen wollen, brauchen wir eigene neue Antriebsmodelle auch in Deutschland. Und deshalb nochmal, die Sektorkopplung, da bin ich nicht naiv. Ich glaube nicht, das ist mein letzter Satz, dass wir Ende der 30er Jahre, wie die Grünen es träumen, eine All-Electric Society mit erneuerbaren Energien hinbekommen. Wir werden eine More-Electric Society sein. Aber wir werden immer noch auch fossile Brennstoffe haben, die werden Stück für Stück unwichtiger werden. Es ist eine Frage von Paracelsus. Die Dosis macht das Gift. Die Frage des Timings ist wichtig. Wenn wir das zu radikal machen oder zu unambitioniert, wie Teile der CDU, werden wir in den 30er Jahren mit der Energiewende nicht vorankommen. Aber Herr Heil, dann ist es Frau Bär. Ja, aber ich sage mal so, wie Sie jetzt gerade sehr eloquent argumentieren, lieber Herr Kollege Heil. Danke für das Argument, für das Kompliment. Ja, aber versuchen Sie doch nur darüber hinwegzutäuschen, dass Sie auf der einen Seite sagen, wir wollen ein One-Level-Playing-Field und auf der anderen Seite mit jeder Regierung, an der Sie beteiligt sind, ob auf der Bundesebene oder auf den Landesebenen, so wie gerade zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen jetzt abgewählt worden ist, mit einem zusätzlichen Klimaplan, mit noch mehr Zielen, mit noch kürzeren Zeiträumen, die da vorgesehen werden, Kosten obendrauf zu satteln. Und zwar sowohl für die Industrie als auch für die Privaten. Darf ich Ihnen ein Beispiel geben? Also dementsprechend, das sind doch genau die Punkte, die keinen Sinn machen. Wir sind bei Trump gestartet eben mit der Frage von Herrn Schmiese, dass wir Probleme kriegen, wenn so große Player international aussteigen. Und letztendlich machen wir hier in Deutschland nichts anderes, dass wir nicht mal die europäische Ebene gemeinschaftlich schaffen, dass wir einen gemeinschaftlichen europäischen Energiemarkt organisieren, dass wir nicht Versorgungsinstabilität in die Netze unserer Kollegen auf der französischen oder auf der polnischen Seite reindrücken durch die Art und Weise, wie wir jetzt hier agieren in der Energiewende, sondern dass wir erstmal diesen Raum aufräumen, hier auch zu marktnahen Modellen kommen und nicht unsere Probleme schon wieder dorthin exportieren. Sind Sie für den Stopp des Ausbaus erneuerbarer Energien? Ich wollte das nur mal wissen. Ich bin nicht für den Stopp des Ausbaus erneuerbarer Energien, okay, aber ich glaube, die müssen sich den Marktmechanismen stellen. Und das haben wir immer noch nicht entsprechend durchgesetzt aber an die dieser Stelle. Die wir geschaffen haben, so, auch gut, ja, das verbessert die Sache jetzt ein wenig. Bin ich bei Ihnen, aber es ist ja auch wieder nur eine Korrekturmaßnahme, genauso wie die Ausnahmenfrage im Hinblick auf energiestarke Unternehmen. Ist wieder nur eine Korrekturmaßnahme, die darauf aussetzt, dass sie einen staatlichen Eingriff hatte, der den Markt außer Kraft gesetzt hat. Liebe Frau Bär, ich glaube einfach, da müssen wir an die Wurzel des Problems gehen. Der Unterschied ist, wir haben einen Unterschied. Ich glaube an Reformen, Sie an Revolutionen. Das habe ich jetzt gelernt. Ich würde ganz kurz, Frau Dröge, ich sehe, dass Sie noch was sagen wollen. Ich würde aber, weil Herr Heil, wie gesagt, ja in Kürze
Kürze weg muss. Und wir haben versprochen, jetzt gucke ich wieder in die Kamera, mit Ihnen draußen auch hier zu diskutieren und das zu öffnen. Norbert Theis ist hier, das ist sozusagen der Mann des VCI hier in Berlin. Und der hat die Fragen, die jetzt aus dem Netz kamen und von Mitarbeitern kamen, gesammelt. Herr Theis, was ist da gekommen? Ist das, ja. Sind das Fragen von Ihnen, Herr Theis? Oder haben Sie die wirklich Nein, die sind tatsächlich gefunden? Übers Netz gekommen. Also erstmal schönen guten Abend auch von meiner Seite, lieber Herr Schmiese, liebe Diskutanten, liebe Gäste. Unsere Online-Diskussion entwickelt sich hier tatsächlich recht rege. Und die Energiewende, die hier gerade auf dem Podium diskutiert wurde, spielt natürlich auch dort die Hauptrolle. Wir haben aber auch andere Kommentare, die reichen von der Tarif- und Lohnpolitik bis hin zu steuerpolitischen Fragen. Auch die Forderung nach einem Grundeinkommen wegen Industrie 4.0 war dabei. Der User Martin Ingenhofen zum Beispiel schreibt, dass sich die Diskussion dem Thema soziale Marktwirtschaft doch mehr widmen soll. Wir kommen auch noch, um das allen schon zu sagen, die ungeduldig sind, natürlich noch zu anderen Themen. Wir wollten jetzt erstmal die Energie und Klima. Ja. Und auch das Thema Wettbewerbsfähigkeit interessiert unsere User. So hat Gunnar Geiger auf Twitter gefordert, eine Ausrichtung auf die Industrie der Zukunft. Michael Wallrich hat Entbürokratisierung und den Abbau überflüssiger gesetzlicher Vorhaben ins Spiel gebracht. Und der User Alchemisti, auch ein schöner Name, sollten wir uns vielleicht im VCI mal merken, hat gefragt, welche Ideen unsere Gäste haben, um E-Mobilität voranzubringen. Und es kam dann noch zu einer Doppelfrage, die ähnlich von ganz verschiedenen Usern auch gestellt wurde. Die heißt, welche Freiheiten braucht eigentlich die Wirtschaft und was wünscht sich die Politik auch mal umgekehrt von der Wirtschaft? Was können wir in der Wirtschaft tun? Ja, Herr Schmiese, das sind so die Anregungen aus dem Netz. Jetzt haben Sie die schöne Aufgabe, das anzumoderieren. Wie können Wirtschaft und Politik Deutschland fit für die Zukunft machen? Vielen Dank, Herr Theis, soweit. Ich gucke ganz kurz mal, Sie kommen hinterher auch noch dran. Jetzt, weil Herr Heil noch da ist, haben Sie irgendwelche Fragen jetzt hier aus dem Saalpublikum noch direkt dazu? Wenn nicht, tschüss. Sie kommen hinterher, nein, hinterher nochmal dran. Aber ich fand das interessant. Ich habe nur noch 102 Tage, ich muss Wahlkampf machen. Ja, Sie sind auch pünktlich um 18:35 Uhr, aber da haben wir Sie noch hier genau 12 Minuten bei uns. Würde ich nochmal daran anknüpfen. Wir hatten gerade von einem User gehört, E-Mobilität kann man doch nach vorne bringen. Was mich interessiert, und ein bisschen klang es ja schon an, dass das große Thema Energiewende sozusagen eine Avantgarde ist. Wir setzen einen Trend, der weltweit, ganz global, irgendwann sozusagen uns wieder Kosten reinspült. Und Herr Bock, ich würde Sie fragen, ob da vielleicht ein bisschen was dran ist, wenn man auf Innovationen, die es gegeben hat, wo auch die Wirtschaft wahrscheinlich in den 80er Jahren gestöhnt hat, brauchen wir wirklich den Katalysator? Ist das sinnvoll? Oder Entschwefelungsanlagen? Als das sozusagen umweltpolitisch gesetzt wurde, weil man politisch Standards setzte und die Industrie musste sicherlich unter hohen Kosten und Ächzen nachkommen und hatte hinterher tatsächlich als Exportnation einen großen Profit, weil man sagte, wir haben die Standards gesetzt, die heute China braucht. Und klimapolitisch kann das sozusagen vielleicht der Industrie langfristig auch dienen. Oder ist der Klotz etwas zu dick, ist das Hybris, wenn wir sagen, wir wollen das Weltklima durch unsere nationale Politik verändern. Wie sehen Sie das? Also kann nicht auch die Industrie tatsächlich einen Nutzen haben? Ja, Herr Schmiese, die Beispiele werden gerne genannt und sie sind eigentlich gute Beispiele, weil sie natürlich zeigen, wie Ordnungspolitik auch wirklich segensreich wirken kann. Es gab Probleme, weil diese Umweltkosten alle externalisiert wurden und durch diese Auflagen hat man dann wirklich die Industrie zu Innovationen gezwungen. Am Anfang fanden wir das nicht so lustig, nachher haben wir daraus Geschäfte gemacht. Wir verkaufen beispielsweise Automobilkatalysatoren sehr erfolgreich und das ist auch hoch sinnvoll. Wir reden hier aber über etwas andere Themen. Diese einfachen Probleme sind im Grunde abgearbeitet. Jetzt hat man sich ja ganz andere Ziele. Jetzt geht es nicht darum, konkrete, heute bestehende, für jeden auch spürbare Themen zu lösen, sondern ein Ziel zu setzen, Dekarbonisierung, Elektrifizierung, Abkehr von den fossilen Brenn- und Rohstoffen in den nächsten Jahrzehnten. Und diese Ziele sind sehr nach vorne gerichtet, sehr ambitiös. Und niemand kann wirklich erklären, wie man das eigentlich erreichen soll. Und nehmen Sie mal das Thema Elektromobilität. Jedes Auto, das heute in China auf die Straße kommt, Electrical Mobility, ist net negativ für die Umwelt. Mhm. Negativ für die Umwelt, weil der Strom nämlich mit Kohle hergestellt wird.
und sie fahren einen teuren Motor, eine schwere Batterie durch die Gegend und produzieren den Strom in aller Regel in Kraftwerken, die nicht unseren Standards entsprechen. Dass die Chinesen das trotzdem pushen, hängt damit zusammen, dass sie sagen, wir wollen bei der Elektromobilität einen Quantensprung machen. Wir wollen im Grunde das, was die Europäer über 100 Jahre beim Verbrennungsmotor entwickelt haben, jetzt bei der Elektromobilität nach vorne für uns darstellen und damit eben auch weltführend werden. Und da haben sie relativ gute Chancen, wenn wir nicht aufpassen. Und wir müssen, das haben Sie angesprochen, enorm hier mitarbeiten und auch eigene Kreativität und Innovation einsetzen, um weiterhin führend auf dem Gebiet zu sein. Aber das sind andere Themen als diese relativ einfachen ordnungspolitischen Fragestellungen. Da ist Schwefel, Wasserstoff im Schornstein und das sollten wir vielleicht mal jetzt bleiben lassen. Frau Dröge, ich will nicht unfair sein, nur ich nutze sozusagen noch mal ganz kurz die Zeit, die Herr Heil noch da ist, auch auf die User, anzugehen. Sie sagten gerade im Nebensatz, ja, und das ist den Chinesen bereits gelungen. Wo sehen Sie denn, und da gab es, glaube ich, auch eine Frage, was für Wünsche hat sozusagen die Politik an die Industrie oder was für Mahnungen, Warnungen, wo sehen Sie denn, Industrie, pass auf, hier könnt ihr international abgehängt werden? Also wir sind ja ausgegangen, und das war der allgemeine Befund, wie gut es uns gerade geht. Die Gefahr ist, wenn es einem gut geht, dass man nicht weiß, dass die Welt sich weiterdreht, dass man jetzt was tun muss, damit es auch in 10 oder 15 Jahren gut ist. Und wenn man genauer hinguckt, haben wir schon ein bisschen angefangen, von der Substanz zu leben und uns aufgrund der Tatsache, dass es zwar gut läuft, aber manchmal auch durch Glück, Sie haben es vorhin beschrieben, niedrige Zinsen, niedriger Ölpreis, vernünftige Wechselkursrelationen, dafür können wir, da hat Herr Bock vollkommen recht, das ist keine eigene Leistung. Und das wird auch nicht immer so sein. Was ist also notwendig? Ich glaube, erstens zu begreifen, dass es einen dramatischen Strukturwandel in den 20er Jahren gibt. Den kann, darf und sollte niemand aufhalten. Ich mache es am Beispiel Elektromobilität, neue Antriebe. Wenn sich dieses Unternehmen, das ich vorhin erwähnt habe, das so viel in den Schlagzeilen war, zum Leidwesen der Beschäftigten, die dafür übrigens nichts können. Aus Niedersachsen. Das es aber auch an vielen Standorten gibt, hinter der eine ganze Zulieferindustrie hängt. Eine ganze Wertschöpfungskette, die mit der chemischen Industrie verbunden sind. Wenn die jetzt zum Beispiel sich nicht vom Verbrennungsmotor verabschieden, denn er wird noch viele Jahre auch das Geld verdienen müssen, um die Investitionen zu neuen Antrieben zu schultern. Aber wenn der Markt sich so verändert, aus welchen Gründen auch immer, ökologischen oder industriepolitischen, staatspolitischen, chinesischen Erwägungen heraus, werden die sich auf den Weg machen. Das heißt konkret in meiner Heimat für eine Stadt wie Salzgitter, die haben heute ein Motorenwerk, und da hängt die ganze Getriebeindustrie dran, die Zulieferindustrie, einen richtig kräftigen Strukturwandel. Was ist da eigentlich, wenn dann Ende der 20er Jahre der Verbrennungsmotor an Bedeutung abnimmt, aus den Tausenden von Arbeitsplätzen geworden? Aus den Menschen, die heute nicht Geringqualifizierte sind, sondern Hochqualifizierte, die eine richtige Technologie können. Und dann weiß ich, brauchen wir Batteriezellenproduktion in Deutschland? Die haben wir nicht. Und zwar nicht der alten Generation, sondern der dann neuen Generation beispielsweise, weil das Teil der Wertschöpfung ist. Meine Anforderung ist, dass wir zwischen Industrie und zwar sektorübergreifend und der Politik in Deutschland und Europa darüber reden, wie wir gemeinsam, nicht im Sinne von Staatsdirigismus, es schaffen, da den Anschluss nicht zu verlieren. Und dann habe ich trotzdem noch ein Problem, das knüpft mit der Frage Grundeinkommen an. Auch wenn ich die Batteriezellenproduktion der neuen Generation dann hoffentlich in Salzgitter habe, wo das Motorenwerk jetzt im Moment ist, weiß ich, das sind ein paar tausend Arbeitsplätze nicht, das werden ein paar hundert sein. Das spielt für die Frage, ob das dahin kommt, die Energiekosten und die F&E-Entwicklung eine Riesenrolle. Also es ist noch nicht ausgemacht, ob wir es schaffen, und dann werden es trotzdem weniger sein. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch riesige Produktivitätsfortschritte in den 20er Jahren durch neue Technologien, auch durch Digitalisierung erleben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir können das machen, wie der User, der gefragt hat, brauchen wir dann für die, die nicht mitkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich sage mal einen kritischen Satz, nicht an diese Runde hier. Ich bin ein bisschen erschreckt, dass inzwischen der Chef von Siemens oder der Chef der Telekom solche Debatten auch führen, die ich früher eher aus einer linkspopulistischen Ecke kannte. Denn das hieße, dass wir den 20er Jahren für größere Teile der Bevölkerung aufgeben, eine Leistungs- und Arbeitsgesellschaft zu sein. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht mein Ziel. Wir haben soziale Sicherungssysteme für Menschen, die sich nicht helfen können. Aber ich möchte nicht, dass wir Menschen einfach nur mit Geld nach dem Motto "bleib zu Hause" abspeisen, sondern es muss nach wie vor so sein. Dafür braucht Sozialpartnerschaft, die übrigens in der chemischen Industrie, das haben wir gar nicht erwähnt heute, für Deutschland ein riesen Standortvorteil ist. Dafür braucht es Qualifizierung, es braucht Weiterbildung, es braucht Bildungsinvestitionen. Wenn wir das schaffen wollen, diesen Strukturwandel, und ich sage einen letzten Grund, dann Schmiese, warum das eine ökonomische Frage ist und eine gesellschaftspolitische. Ich habe zwei Tage vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl eine ARD-Dokumentation gesehen, Entschuldigung, nicht ZDF, die war leider sehr hellsichtig. Die hieß, warum Trump Clinton schlagen kann.
Das war so eine Reise durch Amerika und es war nicht New York und Silicon Valley oder Washington, sondern tief ins Land, auch in den Rust Belt, in das alte industrielle Herz der Vereinigten Staaten, wo man Kohle und Eisenerz gefunden hat und wo die Industrialisierung losging. Da waren Arbeiter, die wurden interviewt in dieser Dokumentation, die haben ihr Lebtag immer Demokraten gewählt, weil sie Gewerkschaften denen gesagt haben, es ist besser für Arbeiter, Demokraten zu wählen als Republikaner. Und ein Schwenk über die Industriebrachen hat deutlich gemacht, warum Arbeiter so frustriert und hoffnungslos und zukunftsverängstigt waren, dass sie auf die merkwürdige Idee gekommen sind, einen Immobilienmilliardär zu wählen, der ihnen als erstes mal die Krankenversicherung wegnimmt. Was will ich damit sagen? Wir sind von solchen Verhältnissen in jeder Region in Deutschland Gott sei Dank meilenweit entfernt. Aber wenn wir nicht im Sinne von einer modernen Industrie- und Strukturpolitik begreifen, dass wir in den 20er Jahren einen riesen Umbruch zu managen haben in dieser Gesellschaft, dann werden wir Wertschöpfung verlieren, Arbeitsplätze, soziale Brüche haben und irgendwann könnte es an der einen oder anderen Stelle auch für eine offene Gesellschaft gefährlich werden. Deshalb ist das ein Aufruf für uns alle, zu begreifen, dass das, was leider auch in Teilen Europas inzwischen da ist, wenn Wissenschaftsfreiheit bedroht wird, ist das ein Anschlag auf eine offene Gesellschaft und auf eine innovationsfähige Gesellschaft. Das findet in Ungarn gerade statt bei Herrn Orbán, um das mal deutlicher zu sagen. Darüber müssen wir reden. Ich bin am Ende des Tages trotzdem optimistisch, dass wir diesen Strukturwandel gut hinkriegen. Ich bin kein Pessimist, weil wir alle Voraussetzungen in diesem Land haben, das zu schaffen, wenn wir die Weichen richtig stellen, wenn wir tatsächlich auf Kooperation setzen. Herr Bock und ich, wir haben unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft. Wir alle haben unterschiedliche Aufgaben. Wirtschaft und Politik, ich mag den Begriff übrigens die Politik überhaupt nicht, weil Sie sehen ja heute, wir sind hoch unterschiedlich, genau wie die Industrie. Aber nehmen wir den Begriff mal. Diejenigen, die politische Legitimation haben, diejenigen, die in Wirtschaft als Manager Verantwortung tragen, die als Gewerkschaften, als Sozialpartner da sind. Wir haben unterschiedliche Interessen und Aufgaben. Aber wir haben in Deutschland bewiesen, wenn es darauf ankam, dass wir zu gemeinsamen Lösungen in der Lage waren. Wenn Emmanuel Macron in Frankreich diese Form von Sozialpartnerschaft hätte, die es jetzt zwischen IGBCE und VCI gibt, dann wären seine Reformen möglicherweise jetzt anstehend leichter durchzusetzen, als das, was der im Herbst erleben wird. Und über Europa haben wir noch gar nicht geredet. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist der Sprung von dem, was wir brauchen. Wir müssen über Innovation und Zusammenhalt reden und das nicht gegeneinander ausspielen. Dann schaffen wir es in 20er Jahren auch, weiter wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Deutschland hat, wenn wir es richtig machen, glaube ich, die besten Jahre noch vor sich. Es gibt keinen Grund, hier den Weltuntergang zu predigen. Mhm. Jetzt muss ich wirklich los. Eine Schlussfrage an Sie ganz kurz habe ich noch. Wenn Sie sich jetzt aussuchen könnten, mit wem von diesen Parteien die sitzen, würden Sie am liebsten Industriepolitik ab September betreiben? Mit Herrn Bock. Okay, gute Antwort. Vielen Dank. Vielen Dank, Roberto Feil. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, alles Gute, danke fürs Kommen. Und wir machen weiter und jetzt ist fairerweise Frau Dröge dran, die noch ein paar Anmerkungen hatte. Bitte. Genau, ich habe ein bisschen gesammelt. Ich fand aber eine Frage eines Internetnutzers jetzt sehr interessant, der gesagt hat, was wünscht sich die Politik eigentlich von der Wirtschaft, und damit möchte ich einsteigen. Ich habe da tatsächlich einen Wunsch, und zwar etwas weniger die Antwort zu bekommen, das geht nicht. So, vielleicht bin ich da als Grüne auch zu optimistisch in der Frage, was wir eigentlich leisten können an Innovationsfähigkeit als Wirtschaft. Aber wir als Grüne haben erlebt in verschiedenen Phasen unserer Parteigeschichte, dass wir Ideen hatten, wie zum Beispiel, lass uns doch Strom zu 100% aus Erneuerbaren erzeugen, und alle haben gesagt, ihr seid Spinner, das wird nicht passieren. Oder jetzt die Geschichte zu sagen, lasst uns doch Autos komplett über Elektromobilität fahren zu lassen. Und die Automobilindustrie in Deutschland hat sehr lange Zeit gesagt, das wird auf gar keinen Fall gehen. Erst jetzt, wo es Druck gibt, beispielsweise aus China, einem wichtigen Absatzmarkt, zeigt sich, das geht doch. Und wir wollen uns damit beschäftigen. Deswegen haben wir zum Beispiel als grüne Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen auch eine Enquete-Kommission Zukunft der Chemieindustrie ins Leben gerufen, wo sie auch daran teilgenommen haben und wo es um die, ich finde, sehr spannende Frage ging, wie kann die Chemieindustrie es eigentlich schaffen, die Abhängigkeit von rohölbasierten Stoffen zu verändern? Eine große Zukunftsfrage. Und ich finde, weil Sie eben über das Thema Leitentscheidungen gesprochen haben, ich finde das total richtig, dass die Wirtschaft Leitentscheidungen braucht, Langfristigkeit, um auch zu wissen, in welche Richtung geht es, Planungssicherheit zu haben. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und deswegen sagen wir, braucht es eine Klarheit, auch was die Erfüllung von Klimaschutzzielen angeht, weil Politik ist kein wertfreier Raum. So, das ist auch die Frage, die ich Frau Bär noch stellen wollte. Wenn man sagt, man nimmt die Klimaschutzziele ernst,
dann muss man auch einen Plan vorlegen, wie man sie einhält, sonst muss man künftigen Generationen sagen, wir konnten uns das irgendwie nicht leisten. So. Und das Klimaschutzgesetz ist eine Möglichkeit, diese Ziele vorzugeben, zu sagen, verbindliche CO2-Reduktionsziele und dann einen Klimaschutzplan zu machen und mit den Branchen darüber zu sprechen, auch das haben wir in NRW gemacht, wie geht das eigentlich, wie kriegt ihr das hin und wie kriegt man dann auch Transformation hin, wenn es wie in der Autoindustrie dann so sein wird, dass bestimmte Produktionsstandorte sich verändern müssen, gegebenenfalls weniger Beschäftigte da sind, wie in der Kohle. Das muss man gemeinsam miteinander schaffen. Das gibt dann aber auch langfristige Planungssicherheit, auf die sich alle einstellen können. Die ging an Sie, Frau Bär, die Frage. Sehr gerne, weil ich glaube, es hat in der Historie noch keinen Plan gegeben, der sich gegen den Markt gestellt hat, der nicht gescheitert wäre. So, und genau das ist das Problem. Wenn Sie sich an Marktmechanismen orientieren, wenn wir zum Beispiel, und es ist ja jetzt auch schon angesprochen worden, über Zertifikathandel gehen, CO2-Zertifikathandel oder auch im Hinblick auf Versorgungsgarantien, die auch handelbar sein müssen, dann bin ich bei Ihnen, dann kann man nämlich Ziele setzen im Hinblick auf die Mengen, die da entstehen und kann aber Marktmechanismen nehmen. Jetzt machen Sie zum Beispiel beim Elektroauto wieder in der Politik und die Aussagen von Herrn Heil haben das ja auch gezeigt, genau denselben Fehler. Die Politik entscheidet, es ist jetzt der Elektromotor. Mit all den Problemen und Rattenschwänzen, auch den Umbrüchen, die Herr Heil ja zugegebenermaßen selbstkritisch da auch geäußert hat. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob es wirklich nur der Elektromotor ist, ob es nicht die Brennstoffzelle sein könnte oder ob es auch alternative Kraftstoffe im Verbrennungsmotor gibt, die eben keine CO2-Emissionen mehr machen, die uns aber eben nicht die zusätzlichen Umbruchkosten im Hinblick auf die gesamte Wertschöpfungskette, die wir beim Motor haben, entsprechend gibt. Und mit Verlaub, die Batterien, über die wir jetzt hier immer sprechen und von denen wir alle sagen, wir müssen dringend investieren in die Forschung, dass wir mehr Speicherkapazität haben, dass wir leichtere Batterien haben, damit Mobilität eben nicht noch Gewicht mitschleppt, weil das auch wieder Energie frisst, die haben nicht den tollsten ökologischen Fußabdruck. Ja. Wenn ich das mit einrechne in die Frage eines Elektroautos, dann komme ich zu einer ganz anderen Amortisationskette im Hinblick auf die ökologischen Aspekte. Ja. Und das ist wieder der Grundfehler an der Stelle. Wir subventionieren auch an diesem Punkt ein Produkt, das ganz offensichtlich nicht marktgängig ist. Mit Verlaub, es kann sich trotzdem nur jemand leisten, der in dem oberen Range der Einkommensschiene ist, weil jemand mit einem kleinen Einkommen, der kann sich trotz 3.000 oder 4.000 Euro diese teure Mobilität eben nicht leisten. Und statt darauf zu setzen, technologieoffen, alles das zu unterstützen, da zu investieren, zum Beispiel über eine steuerliche Innovations- und Forschungsprämie, dass wir gucken, welches dann wirklich die beste Antriebsart ist und nicht als Politik glauben, wir hätten der Weisheit letzter Schluss längst geschafft. Ja, mal gefragt, was man sich wünscht. Ich glaube, wichtig ist, und das wünsche ich mir auch, dass wir diese Arbeitsteilung so nach dem Motto, das eine ist die Politik, so deutlich geworden, dass es die nicht gibt, sondern auch unterschiedlich ist, auf der anderen Seite ist die Wirtschaft, sondern das muss irgendwie zusammen funktionieren. Ich nehme nochmal das Thema Freihandel. Wenn Deutschland wie kein anderes Land abhängig ist vom Export und wenn dann gesagt wird, naja, das soll die Politik schauen und wir uns geht es nichts an, dann ist es schwierig. Das habe ich erlebt bei Unternehmen, die 90% ihrer Produkte exportieren und die dann sagen, naja, das ist politische Aufgabe, da halten wir uns raus. Ich glaube, dann wird es schwierig und dann wird in der Tat denen, die hier verunglimpfen, den Freihandel, von dem Wachstum und Wohlstand im größten Umfang profitieren und wir die größten Profiteure hier in Deutschland sind, dann führt das in die falsche Richtung und dann kann das passieren, was Sie eingangs gesagt haben, dass es dann wir in eine Abschwärtsspirale kommen, wenn wir vergessen, von was wir dort leben. Das ist also klar, eine klare Botschaft auch an die Wirtschaft, sich mehr einzumischen und dort deutlich zu machen, wie durch dieses entsteht und nicht da eine Arbeitsteilung in der Richtung. Herr Pfeiffer, ich finde das Thema Freihandel spannend. Ich würde dieses trotzdem umgeben, weil da sind die Positionen relativ klar. Grüne und Linke sind weitgehend gegen TTIP und CETA. Die Gründe sind bekannt. Sie sagen Freihandel, Offenheit. Ich habe gar nichts gegen ideologische Debatten. Ich fand das sogar gerade ganz spannend, zwischen Grün und FDP zu hören. Die einen sagen, wir können innovativ sein, indem der Staat einfach eine Maßgabe macht und sagt, wir machen das jetzt. Die anderen sagen, lasst den Markt machen und macht nicht sozusagen ein Chaos, weil ihr politisch einfach sozusagen einen Zaun zieht. Ich glaube, es gibt vielleicht einen Zwischenweg. Es gibt Ziele zu setzen und dann soll technologieoffen
der Markt im Wettbewerb diese Ziele erreichen. Ja. Und was ich kritisiere und was ja manche auch heute noch mal hier vertreten haben, ist, dass man sagt, gewisse Technologien, die werden aus dem Markt genommen, die werden verboten. Wir wollen die Kernkraft, haben wir verboten. Wir haben neue Technologien erst gar nicht in Deutschland entwickelt. Ich war zufällig dabei, Herr Bock, als Sie, ich glaube, es ist jetzt 3 Jahre her, beim Neujahrsempfang der American Chamber in Stuttgart damals gesagt haben, Sie verlagern Ihre ganzen grüne Gentechnologieaktivitäten in die USA. Das hat es gerade mal auf Seite 3 der entsprechenden Presse geschafft, wo wir Technologien einfach mal so mir nichts, dir nichts aus Deutschland verbannen. In dieser Legislaturperiode haben wir beim Thema Fracking aus meiner Sicht auch falsche Zeichen gesetzt. CCS, andere Dinge, nichts mehr. Daher werbe ich da dafür, dass wir technologieoffen agieren. Und das ist ein Unterschied. Wenn ich sage, ich will den Verbrennungsmotor verbieten ab 2030, dann ist das der falsche Weg. Weil auch der Verbrennungsmotor noch große technologische Potenziale hat. Frau Beer hat es angesprochen. Dann lassen wir doch dieses entsprechend im Wettbewerb und im Markt beweisen. Wir haben schon so oft erlebt, dass Technologien, die man keine Chance eingeräumt hat, realisiert haben. Andere, wo man große Erwartungen gesetzt hat, konnten das nicht umsetzen. Also ich erinnere mich an meine Schulzeit, neue Medien, Weltkunde, Video. Das Weltenergieproblem ist gelöst in 20 Jahren. Das war die Kernfusion. Das war 1980. Heute reden wir davon in 50 Jahren vielleicht. Klar. Trotzdem würde ich sagen, das Mondfahrtziel, das ist immer und sozusagen das Kennedy-Beispiel, in 10 Jahren sind wir auf dem Mond und diese Apollo-Mission, in 13 Missionen war es dann möglich. Noch einen Punkt nochmal sagen, den können wir auch nicht im Deutschen Bundestag beschließen, den können wir ja auch nicht in der Vorstandssitzung vom BASF beschließen. Das ist diese, ich nenne es mal Technologiefeindlichkeit, Technologiephobie. Wir brauchen mehr Innovationsgeist, auch im Sinne von Technologiefreude und sagen, wir probieren was aus, wir haben Rahmenbedingungen, wir haben Ziele, aber wir verbieten es nicht von vornherein. Aber dann können wir sonst wird es nichts und das sind wir auf der Verbotsschiene viel zu weit fortgeschritten. Also ich muss mal sagen, Aufgaben stellen kann man schon mal machen. Also ich kann mich erinnern, in meinem Industrieleben, wir haben die Aufgabe gekriegt, die Kosten für ein Objektiv von 100 Euro innerhalb eines Jahres auf 40 Euro Herstellkosten zu reduzieren. Im ersten Ansatz haben wir gesagt, geht nicht. Im zweiten Ansatz war die Frage, welche Freiheiten kriege ich? Als wir die Freiheiten hatten, wir haben es geschafft. Es geht. Ich möchte in die Industrie erinnern, FCKW. Als das erste Mal die Forderung kam, Kühlschränke ohne FCKW, hieß es einhellig von allen Herstellern, den Großen, geht nicht. Es ging. Das heißt, man muss Forderungen stellen und wenn man weiß, etwas ist schädlich, muss man entsprechende Rahmenbedingungen setzen. Das ist möglich. Das geht und dann kann man viel erreichen. Ich möchte aber auf die Fragen eingehen, die kamen. Es wird immer gesagt, Bürokratieabbau, die Politik ist schuld. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in einem Aktienunternehmen beschäftigt ist und sich mit Quartalsberichten auskennt. Was das für ein Aufwand ist, wie das ganze Bereiche lahmlegt, nur damit ein paar Analysten anhand von Excel-Tabellen erkennen können, wie sich das Unternehmen entwickelt und mit der Realität hat das oft nichts zu tun. Ich habe es in meiner Laufbahn erlebt, dass kurz vor Quartalsende sämtliche Bestellungen aus dem System rausgenommen wurden, damit das Verhältnis für die Analysten besser wird, um dann am 1. des nächsten Quartals wieder reingestellt zu werden. Das ist Perversion. Das ist Schwachsinn und das ist Bürokratie pur. Da können Sie viel machen. Ich habe von Produkten geredet mit Entwicklung. Wir haben für ein neues Produkt mit normaler Entwicklungszeit 6 Monate, wir haben es in 5 geschafft, da waren wir stolz. Und anschließend haben die Juristen 9 Monate über den Vertrag verhandelt. Das ist Bürokratie, das sind Kosten, die Sie tragen. Warum denken Sie nicht darüber, mal auch an der eigenen Tasche zu gucken, was können wir verbessern? Was kann man selber tun, um diese ausufernde Bürokratie zu beseitigen, die man sich selber schafft? Sei es über Quartalsberichte, sei es über juristische Verträge, 100%ige Absicherung. Natürlich hat auch der Staat oder die politische Gesellschaft einiges zur Bürokratisierung beigetragen. Ja, und auch da muss geschaut werden, was ist überflüssig, was muss korrigiert werden und was eben auch kommen muss. Wir brauchen eine andere Fehlerkultur. Wir haben nämlich das Problem, wenn etwas nicht funktioniert, umzusteuern, ist verdammt schwer. Wenn man also erkennt, eine Entscheidung war falsch, muss es möglich sein, diese Entscheidung zu korrigieren, genau, haben wir ja auch ohne dafür gleich diskutiert. Abgestraft Herr Lenkert, zu werden. Ich will, Sie sprechen es an. Was mich noch mal interessiert, auch Frau Beer,
Die Frage, wie kann Wirtschaft innovativ sein? Ich will auf dieses Thema Innovation, was extrem wichtig ist, nochmal hinweisen. Und gerade in diesem Land, an diesem Ort, das ist ja sozusagen hier alles Gründerzeit gebaut, wenn wir hier rausgucken. Das war also die Zeit vor 150 Jahren, das war auch mal in den Wahlkampfreden, ob Merkel oder Schröder, dieses Gründerzeitdenken, was Deutschland wieder haben müsste. Das war sozusagen eine extrem innovative Zeit, sicherlich sozial auch mit großen Ungerechtigkeiten, Herr Lenkert, aber trotzdem, was da geschafft wurde, sozusagen von der Industrie, die letztlich auch ermöglicht, dass solche klimapolitischen Ziele überhaupt umsetzbar sind. Das sind ja alles industrielle Produkte, die gefertigt werden. Ich will Ihnen jetzt mal eine Sache, um auf dieses Thema zu kommen. Aber damals waren die Verträge zwischen zwei Unternehmen auf einer A4-Seite und keine 900-Seite. Möglicherweise war das sozusagen auch unbürokratischer geregelt. Der Spiegel, völlig unverdächtig jetzt hier irgendwie parteiisch zu sein. Der hatte vor ein paar Monaten eine relativ starke Geschichte, fand ich, über die deutsche Wirtschaft, wo er beklagt, Deutschland braucht mehr Gründer, braucht mehr Mut, braucht mehr Geld, braucht mehr Lust am Risiko. Ein Zitat von dem Kollegen Martin Hesse, der Autor dieser Geschichte war, lese ich Ihnen kurz vor. Noch ist die deutsche Wirtschaft stark, aber sie lebt von der Substanz. Ihre Stärke liegt in der stetigen Verbesserung von Produkten und Technologien. So konnte sie lange Zeit verbergen, dass ihr etwas Grundlegendes fehlt, Innovationskraft. Die Fähigkeit, ganz Neues zu schaffen, neue Technologien, neue Produkte und neue Geschäftsmodelle. Herr Bock, die Frage geht sozusagen da an Sie. Diese Innovationsfähigkeit, sehen Sie die tatsächlich gerade etwas abhanden gekommen und warum ist die so wichtig? Ist ein beliebter Vorwurf, aber deshalb nicht unbedingt richtig. Es gibt zwei Arten von Innovation. Es gibt disruptive und es gibt die inkrementell. Es ist schwer zu sagen, welche per se besser ist. Sie brauchen beides letztendlich. Sie müssen ständig das verbessern, was Sie machen, und darin ist die deutsche Industrie sehr, sehr gut. Das ist auch ein Geheimnis unserer Wettbewerbsfähigkeit und darum werden wir auch beneidet. Das hängt auch damit zusammen, was Sie beschrieben haben, dranbleiben und nicht aufgeben, die Ärmel aufkrempeln, wenn es schwierig wird, sich besonders herausgefordert zu fühlen und dann eben auch wirklich die Dinge umzusetzen. Gleichzeitig brauchen Sie auch Quantensprünge. Auch dafür gibt es Beispiele. Wir denken natürlich immer sehr stark jetzt in den neuen sozialen Medien, in diesen ganzen Prozessen, Facebook, Uber und Airbnb, das seien angeblich die disruptiven Technologien, die also ganz neue Industrien entwickeln. Das stimmt in gewisser Weise auch, aber es heißt nicht, dass deshalb die bestehenden Industrien, die wir haben in Deutschland, bei denen wir gut sind, grundsätzlich gefährdet sind. Wir haben ein paar Dinge wie Elektromobilität, da stehen große Herausforderungen vor uns, da wäre ich aber auch zuversichtlich, dass wir das hinbekommen werden. Die Unternehmen machen enorm viel auf dem Sektor, das gilt für die Automobilbau, das gilt auch für die Zulieferer, beispielsweise wir in der Chemie oder auch mein Unternehmen bei der Batterietechnologie, bei den Batteriematerialien, da brauchen wir auch Quantensprünge. Aber ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Schlagwort, das ist sehr, sehr plakativ. Ich kann nicht erkennen, dass wir grundsätzlich an Innovationsfähigkeit eingebüßt haben in Deutschland. Wir haben zwei Probleme, die müssen wir ganz konkret ansprechen. Wir haben Innovationshemmnisse, das haben Sie auch angesprochen, Herr Pfeiffer, teilweise in den Köpfen, aber vor allem auch in den Regularien. Und das wird häufig übersehen. Es gibt beim Thema Innovation eine große Bereitschaft, mehr Innovation zu fordern und das auch gut zu finden, das haben Sie auch gemacht. Dann aber, wenn es ums Klein-Klein geht, dann steckt der Teufel wirklich im Detail und das erleben wir gerade auch in der Chemie massiv, wie Innovationen behindert werden durch häufig auch Regularien, nehmen Sie mal endokrine Substanzen, also potenziell hormonverändernde Substanzen, wo wir massive Diskussionen haben in Deutschland, aber auch in der EU über den richtigen Weg, wo wir uns völlig absetzen von dem, was in anderen Teilen der Welt Stand der Technik ist. Die Amerikaner schütteln den Kopf über die deutsche und die europäische Diskussion, weil wir hier ein Vorsichtsprinzip, Precautionary Principle, EU-Verfassung, als Monstranz vor uns hertragen und gleichzeitig darüber vergessen, auch die Chancen zu sehen, nicht nur die Risiken zu betrachten. Und hier laufen wir Gefahr, wirklich Rahmenbedingungen zu setzen, teilweise wirklich im Detail, die unsere Innovationsfähigkeit behindern. Das ist etwas, was Sie am Anfang nicht sehen, das ist wie eine kleine Masche, die sich löst beim Strickpullover und plötzlich rippelt sich dann alles auf, das sehen Sie aber nicht unmittelbar. Und diese langfristigen Effekte, da müssen wir wirklich aufpassen. Das treibt uns an. Und das zweite Thema bei Innovation ist sicherlich Bildung, Ausbildung. Die MINT-Fächer, das muss man hier, glaube ich, auch ansprechen, ist für Deutschland wirklich von fundamentaler Bedeutung, gerade auch was Mädchen angeht, was junge Frauen angeht, mehr Überzeugungsarbeit zu leisten, in diese technische Fächer reinzugehen. Das ist die Stärke Deutschlands. Da gab es immer wieder Zyklen, mal beliebter, mal weniger beliebt. Wenn jemand wirklich einen zukunftssicheren Job haben möchte, dann ist das die Chance, diese
Skills, diese Qualifikationen werden gebraucht und hier müssen wir noch mehr investieren. Und das hängt auch mit der Qualität des Bildungssystems zusammen. Dort wird in Deutschland insgesamt zu wenig Geld ausgegeben. Das darf man, glaube ich, so ganz platt sagen. Andere Länder sind uns hier deutlich voraus. Wir sind ein Hochtechnologieland, was in den Bildungssektor viel zu wenig Geld investiert. Das hängt auch mit der Wertschätzung von Lehrern etc. zusammen. Ein breites Thema, können wir einen Abend füllen, können wir nochmal einen Abend draus machen. Aber das ist das, was uns als Unternehmen umtreibt, weil wir natürlich die Leute bekommen, auch als Auszubildende. Und wir sehen dann eben, was sie alles nicht können. Und wir kriegen, das behaupte ich mal, in der Chemie und gerade auch in den großen Unternehmen sicherlich die Besseren, die auch ja von Natur aus sozusagen ein naturwissenschaftliches, technisches Interesse mitbringen. Sonst würden sie sich nicht für diese Aufgaben bewerben. Und wir müssen trotzdem nachschulen, um sie dann auch wirklich ausbildungsfähig zu machen. Frau Beer. Ja, also meines Erachtens stimmt das, was Sie eben zitiert haben, nur zum Teil. Wir brauchen dringend mehr Gründergeist, wir brauchen dringend mehr Risikobereitschaft, letztendlich den Mut auch zum Scheitern, aber verbunden mit dem Willen zum Erfolg. Und das bedeutet, sich auch gegen bestehende Strukturen durchzusetzen. Also das Schumpetersche Prinzip der schöpferischen Zerstörung hat ja immer Zerstörung im Sinne von Platz machen für was Neues gesetzt. Das heißt aber auch, und da können wir durchaus, Herr Lenkert, als Politik vorangehen, meines Erachtens, dann endlich nicht nur auf das Risikoprinzip zu setzen, also nach dem Motto, welche Risiken könnten bei neuen Entwicklungen, neuen Technologien, neuen Erfindungen der Fall sein, sondern endlich auch in der Politik ein Innovationsprinzip daneben zu setzen. Welche Chancen gehen uns verloren, wenn wir bestimmte Entwicklungen wieder aufhalten? Wenn wir erklären, wir wollen keine grüne Gentechnologie, wenn wir erklären, Fracking darf sowieso nicht sein, egal was die Forschung und Entwicklung möglicherweise an auch umweltverträglichen Formen von Fracking bringt. Wir werden sicherlich da an der Stelle noch mehr Forderungen sehen. Und das ist eben genau das, was Innovation einschränkt. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft die Innovationskraft hat. Vielleicht nicht immer die ganz, ganz großen Unternehmen, aber auch die sind ja mittlerweile so clever, sich im Grunde genommen kleine einzukaufen, Inkubatoren, Acceleratoren oder einfach Thinktanks, um zu sagen, wir müssen unsere großen, auch träge gewordenen Strukturen nachher umgehen, indem wir ganz neue Denker reinholen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Herr Bock, da wird es immer mehr disruptiv werden und das macht die ganze Sache auch so schwierig und macht die Herausforderung an dem Punkt so groß. Nur muss man dann eben technologieoffen sein. Muss man reformoffen sein, muss man Menschen sagen, ihr müsst auf Flexibilität setzen, weil wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass jeder ausreichend qualifiziert ist, dann hat er eben auch die Möglichkeit, wenn er flexibel genug ist, nochmal in einer ganz anderen Branche mit ganz anderen Arbeitsplätzen neu anzusetzen. Da haben Sie jetzt ein Plädoyer für das bedingungslose Grundeinkommen gehalten. Nicht, das ist weil genau wenn nämlich jemand ohne Angst um seine Zukunft, seiner Kreativität völlig freien Lauf lassen darum, kann, dann kann er völlig neue Denkwege gehen, wenn er qualifiziert ist. Und nicht darauf, dass die Gemeinschaft ihn jederzeit. Aber wenn aufhängt. Sie in einem Unternehmen forschen, dann ist immer die Regel, was kommt raus. Ja. Nur die öffentlich nur ein paar Großunternehmen können sich es leisten, eine zieloffene Forschung zu finanzieren. Genau das ist das Problem, das haben wir nicht. Und da wäre vielleicht auch mal die Möglichkeit, einfach zu vertrauen auf die Kreativität der Menschen, dass sie das auch bei einem Grundeinkommen machen. Ich kenne genügend Menschen, die umsonst im Ehrenamt, in Vereinen überall arbeiten, ohne Geld zu kriegen. Das heißt, das Unternehmen sozusagen sich nur Forschung leisten können, wenn es sozusagen gut dastehende Unternehmen sind. Und deswegen kommen wir direkt zu der Frage Forschungsförderung, die ich hier der Politik mal stellen will. Herr Bock hat das ganz zu Anfang in seinem Statement, als wir sprachen, gesagt, das stand schon bei der letzten Bundestagswahl, Forschungsförderung und auch die steuerliche Absetzbarkeit von Forschung auch bei kleineren, was übrigens die überwiegende Zahl der VCI-Mitglieder ist, kleinere Unternehmen sind. Das ist nicht nur Evonik und BASF, nicht nur die ganz Großen, auch sehr viele kleine. Wie sieht es damit aus? Steuerliche Forschungsförderung. Klar, wir müssen weg davon kommen, dass wir uns im Grunde genommen damit erschöpfen, einen Antrag nach dem anderen zu stellen, dann auch wieder in vorgegebenen Programmlinien unterwegs zu sein, die ja schon wieder politisch durchdefinieren, was gewünscht ist und was nicht gewünscht ist, was gefördert wird, was nicht gefördert ist. Wir brauchen eine pauschale steuerliche Forschungsförderung an dem Punkt. Aber ich würde es gern ergänzen um einen Bürokratieabbau, weil, Herr Lenkert, es ist schön, wenn Sie sagen, es gibt Stellen, da macht sich Wirtschaft ihre Bürokratie selber. Ein paar von Ihren Beispielen würde ich durchaus
das in Frage stellen. Aber mit Verlaub, der Unterschied ist, der Staat wird finanziert aus den Steuergeldern der Unternehmen und der Privaten und dadurch dann noch Bürokratie zu schaffen, das zu bezahlen, um dann zu behindern, dass Leute innovativ sein können, mit Verlaub, das darf nicht sein. Ganz aber kurz nur dazu zu der Frage. Ja. Absetzbarkeit von Forschungskosten, steuerliche Forschungsförderung, Frau Dröge. Sind wir Grünen? Absolut dafür. Wir Grünen sind die Einzigen, die in dieser Legislaturperiode einen eigenen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht haben zur steuerlichen Forschungsförderung, Absetzbarkeit von Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Die CDU spricht da sehr lange drüber, hat aber trotzdem keinen Gesetzentwurf in dieser Legislatur eingebracht und unseren leider nicht mitgetragen. Herr Pfeiffer. Ich darf sogar für die CSU mitsprechen, nicht nur für die CDU. Wir haben es jetzt oft genug im Wahlprogramm gehabt. Wir haben sogar schon Koalitionsvertrag gehabt. Jetzt wäre es wichtig, dass wir es ins Gesetzblatt bringen in der nächsten Legislaturperiode. Wenn die Einigkeit, wie sie hier vorhanden ist und auch also bei den Bundesländern anhält, werden wir das machen. Ja? Wir werden es auf jeden Fall wieder ganz prominent auch einsetzen. Ich sage aber auch, das ist nur die eine Seite. Das, was wir bisher gemacht haben, seit die Union die Regierung führt, seit 2005, ist Forschung und Entwicklung im Bundeshaushalt nicht mehr nur Steinbruch, ob es Energieforschung ist oder anderes. Wir haben es auch geschafft, neben staatlichen auch die Industrie entsprechend zu mobilisieren. Wir sind jetzt fast bei 3%. Und jetzt müssen wir in der Tat überlegen, was ist das nächste Ziel. Ich glaube, Sie hatten eingangs heute Südkorea angesprochen oder Japan. Die sind dort weiter mehr. Insofern müssen wir dort auch den geistigen Speer in diese Richtung etwas weiterwerfen. Und es liegt in der Kombination steuerlich dazu, aber nicht im Gegensatz, im Gegenzug des, was wir bisher haben, ZIM-Programm oder Hightech-Gründerfonds und andere Dinge entsprechend abbauen. Ich glaube, diese Mischung macht es. Und bei der steuerlichen Forschungsförderung sage ich nicht nur hier, weil wir beim VCI sind, das sage ich auch beim Handwerk, das muss natürlich auch auf die Industrie ausgerichtet sein. Wenn es um Pharma, wenn es um Chemie, wenn es um andere Forschungsstandorte geht, dann sind wir weltweit im Wettbewerb und dann muss die steuerliche Forschungsförderung so ausgerichtet sein, dass ja der Industrie was nützt. Herr Leckert, ganz kurz. Ja, ganz zur steuerlichen Förderung, also wir sehen das etwas skeptischer, weil ein junges Unternehmen, ein Start-up, was keine Gewinne macht, was gerade vielleicht auch kreditfinanziert ist, das zahlt eh keine Steuern. Das heißt, ja, das dem helfe ich damit, dem helfe ich dem nicht weiter. Das heißt also, die Negativsteuer ist dann auch als später wirksam. Also insofern, das ist natürlich ein Problem, was natürlich möglich wäre, was man drüber nachdenken kann. Also natürlich die Direktförderung, da stimme ich Herrn Pfeiffer zu, die ZIM-Programm, Innovent und so weiter sind hervorragende Programme, die müssen fortgeführt werden, die sind auch nicht so aufwendig von der Bürokratie. Mhm. Der Punkt, der man braucht, steuerlich fördern, man könnte ja vielleicht über was anderes nachdenken. Wir wollen ja einen etwas höheren Körperschaftssteuersatz auf Gewinne. Wenn der Gewinn im Unternehmen reinvestiert wird und in Forschungsmittel, in Forschungsbereiche geht, dann kann ich mir eine steuerliche Bevorteilung für diese Reinvestition vorstellen. Aber nur dann und nur in dieser Richtung. Das heißt, das Geld muss dann wirklich reinkommen. Und jetzt möchte ich noch mal hören, was aus dem Netz noch an Anregungen, Kommentaren, Fragen kam. Herr Theis, bitte. Ja, lieber Herr Schmiese, liebe Diskutanten, liebe Gäste, also das Netz ist weiterhin aktiv. Es haben sich noch einige zu Wort gemeldet. Auch erstmal mit einem Dank auch viele an die Diskutanten hier auf dem Podium, dass die Online-Kommentare auch wirklich aufgenommen werden. Also es wird offenbar im Netz tatsächlich deutlich verfolgt. Und es gab auch wieder kritische Stimmen. Manche User haben sich zum Beispiel zu den Themen Zeitarbeitsverträgen, Mindestlohn und Sozialabgaben geäußert. Auch mangelndes Vertrauen in Politiker und Unternehmer war ein Thema. Und der User Dirki hat sich darum gesorgt, wie deutsche Unternehmen im Wettbewerb mit der Konkurrenz aus Asien bestehen können. Er machte das am Beispiel der Elektrochemie fest. Es gibt natürlich auch andere Branchen, die Konkurrenz aus Asien haben. Alles in allem zeigt die Beteiligung im Netz, dass Industriepolitik wichtig ist und sich auch offenbar als Wahlkampfthema, das nochmal als Botschaft auch an die hier diskutierenden Parteien eignet. In dem Zusammenhang vielleicht noch der Hinweis, wir werden ja diese Online-Diskussion auch fortsetzen mit unseren Mitarbeitern in den Unternehmen. Wir planen einen sogenannten Chemienavigator. Viele von Ihnen hier auf dem Podium sind da auch aktiv mit beteiligt. Da erstmal ein herzliches Dankeschön auch an die Parteien. Einige haben schon geliefert, andere wollen noch liefern, sodass wir da ein spannendes Instrument haben, auch mit unseren Mitarbeitern und der Politik über industriepolitische Themen zu diskutieren. Vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank. Das klingt schon so halb nach Schlusswort, da sind wir aber noch gar nicht. Jetzt habe ich noch mal hier im Saal den Blick hinein. Die Kolleginnen reichen Mikrofone, wenn sie mögen, melden sich einfach, dass die das sehen. Sonst würde ich einen Punkt, da ist eine Frage hier vorne.
Wenn Sie sich ganz kurz vorstellen, damit wir wissen. Eins, zwei. Ja, Michael von Kettler, BASF. Ich möchte nochmal auf die Frage meines Chefs zurückkommen. Die sind mir nicht beantwortet worden von der Politik. Kohlepolitik. Was ist denn da das Thema der nächsten Jahre? Ich meine, wir leben in Europa zwischen zwei Ländern, die nicht unterschiedlich sein könnten, Frankreich und Polen. Und da wäre es schon interessant, mal die deutsche Politik zu hören, wie sich das vorstellt. Wer möchte auf die Kohlepolitik? Herr Pfeiffer. Ja, der hat mehrere Dimensionen. Ich habe es vorher gesagt, ich halte von Verboten gar nichts. Und wenn wir Ziele haben, dann ist automatisch ja die Kohle dann eine resultierende, was CO2 anbelangt. Höchstens es gelingt mit CCS oder mit CCU, also Usage oder mit anderen Technologien, die wir heute nicht kennen, weiterhin wettbewerbsoffen zu bleiben. Deshalb wollen wir ganz klar hier kein Verbot. Und wir halten es auch richtig, dass die heimische Braunkohle, insbesondere die versorgungssicher ist und wettbewerbsfähig ist, nicht subventioniert ist, dort auch eine entsprechende weitere Rolle spielt. Punkt 1. Punkt 2 hat es aus meiner Sicht auch noch eine internationale Dimension. Ich halte es für falsch, wenn wir in Deutschland sagen, die beste Technologie, die wir verfügbar haben, die soll dann im Ausland nicht zum Einsatz kommen. Wenn andere Länder entscheiden, ein Kohlekraftwerk zu bauen, dann ist es ihre Entscheidung, dann können wir sie nicht dazu zwingen. Wir können sie mit Argumenten versuchen zu überzeugen, andere Dinge zu machen. Wenn sie aber zur Entscheidung kommen, dann bin ich der Meinung, dann sollte auch die beste Technologie mit den höchsten Effizienzen, mit den höchsten Wirkungsgraden zum Einsatz kommen. Und das ist in vielen Bereichen die deutsche. Deshalb bin ich dafür, dass wir auch hier, was Export anbelangt, ganz klar sagen, dass die auch mit Hermes-Bürgschaften oder mit anderen Exporterförderinstrumenten entsprechend möglich sein muss. Da ist in dieser Legislatur da auch das eine oder andere aus meiner Sicht ganz klar schiefgelaufen. Frau Dröge zur Kohle. Wir sind da ganz klar. Wir haben auch in dieser Legislaturperiode einen Vorschlag eingebracht, wie ein Kohleausstiegsplan aussehen kann. Wir sind davon überzeugt, wenn Deutschland die sich selbst gesetzten Klimaschutzziele halten möchte, dann geht das nicht mit der Kohle. Deswegen müssen insbesondere die schmutzigsten Kraftwerke sofort abgeschaltet werden. Und wir müssen mit der Kohleindustrie in einen Dialog treten, bis wann welche Blöcke abgeschaltet werden, um den Transformationsprozess auch zu gestalten, um zu beantworten, welche Optionen gibt es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber es ist nicht realistisch, unsere selbstgesetzten Klimaschutzziele einzuhalten, wenn wir die Kohle so weiterlaufen lassen. Mhm. Herr Lenkert, zur Kohle ganz kurz. Ja, wir haben ein Kohleausstiegsgesetz im Programm bis 2035, parallel gesteuert mit einem massiven Programm für Konversionsarbeitsplätze, aber Kohleausstieg ausschließlich für die energetische Verwertung. Weil wir haben ein riesiges Potenzial bei der stofflichen Verwertung von Braunkohle, was auch gesamtökologisch weltweit gesehen durchaus das Potenzial hat, viele Umweltschäden zu reduzieren und zu verringern. Also wenn man sich mal die Folgeschäden der Erdölförderung in vielen Regionen dieser Erde anschaut, dann muss man überlegen, ob nicht vielleicht in unserer Verantwortung auch steht, die Braunkohle stofflich zu verwerten. Aber zu verbrennen ist ein Verbrechen, weil das ist einfach mit dem Klima nicht mehr vereinbar. Und natürlich muss das Programm entsprechend festgelegt werden und zügig, und zwar jetzt in der nächsten Legislatur. Weil wenn man sich die Altersstruktur anguckt in der Braunkohlenförderwirtschaft, wenn man Langfristigkeit in der Planung braucht, so ein Schritt muss lange laufen. Wenn man sich überlegt, wie lange der Steinkohlenausstieg in Westdeutschland vorbereitet geplant wurde. Das heißt, dann sind natürlich 20 Jahre nicht viel und die haben wir schon bis 35 nicht mehr. Also insofern wäre es jetzt zwingend erforderlich, das zu machen aus Klimaschutzgründen, aber eben auch um Planungssicherheit für die Industrie und für die Energiewirtschaft zu haben, damit die eben wissen, sie müssen auf was anderes setzen. Und das Schlimmste, was ist, was passieren kann, ein Hin und Her der Gesetze, wie wir es beim Atomausstieg hatten unter Schwarz-Gelb, das hat richtig Schaden verursacht. Da würden Sie zustimmen, aber wie sehen Sie es? Ich glaube nicht, dass wir gleichzeitig aus der Kernenergie und aus der Kohle aussteigen können. Das wird allein schon beim Thema Netzstabilität die Probleme, die wir jetzt schon haben und die wir sehr singulär haben im europäischen Markt, noch weiter potenzieren. Das gibt riesige Probleme in Produktionsprozessen, wo schon alleine kleine Netzschwankungen teilweise zum kompletten Leerfahren von Produktionsstraßen führen, weil diese Unterschiede dann in den Temperaturen nicht gehandelt werden können. Also von daher Ziele setzen,
auch im Hinblick auf Emissionsziele setzen, auch im Hinblick darauf, hier langsam umzusteuern. Aber das wird nicht auch ohne einen langfristigen Bereich noch weiter mit Kohle gehen. Das wird nicht nur durch Wind- und Solarenergie möglich sein. Also von daher da mit Augenmaß bleiben und vor allem auch im europäischen Kontext bleiben, weil wir haben es ja gesehen, das, was bislang produziert wurde, auch an zusätzlichen erneuerbaren Energien, das hat eben nicht dazu geführt, dass wir CO2 weniger haben, sondern wir haben momentan mehr CO2-Emissionen, also von daher auch noch kontraproduktiv an dieser Stelle. Da muss man schon konsistent bleiben in seinen Plänen. Aber das stimmt einfach nicht, um das nochmal zu sagen. Sie haben gesagt, das funktioniert nicht aufgrund der Netzstabilität und das ist de facto nicht der Fall. Man muss einmal über das Thema Lastenmanagement reden. Was die ja, das funktioniert nicht. Es ist auch falsch, dass die Kohlekraftwerke jetzt als Reservekraftwerke noch am Netz sind. Das fordert übrigens der VCI auch, die zum Stück da rauszunehmen, weil das das Ganze auch noch teuer macht und wir momentan eher Überkapazitäten haben. Beim Thema Lastenmanagement, beim Thema Netzstabilität geht es einmal um das Thema vernünftiges Lastenmanagement zu entwickeln. Das zweite ist das Thema virtuelle Kraftwerke, dass man ganz gezielte Steuerung auch mit den Erneuerbaren macht. Wann fahren die hoch, wann gehen die raus aus dem Netz? Das gibt es schon zum Beispiel bei uns in Köln, gibt es Next Kraftwerk. Die machen genau das, sie verkaufen das dann an der Börse und kriegen diese Netzstabilität auch hin. Und das Thema Speichertechnologien, was auch für die Chemieindustrie ein wichtiges Thema ist. Und dann kriegt man das auch hin. Also diese Antwort, das geht nicht, die stimmt einfach nicht. Nein, es geht nicht in dem Zeitrahmen, den Sie da gerade angesetzt haben. Deswegen haben Sie ja nationale Ziele, die Sie nicht erreichen werden, weil es teilweise auch physikalisch gar nicht möglich ist. Also ich bin ja sehr dafür, Innovation an der Stelle anzuheizen. Aber gegen die Gesetze der Naturwissenschaften ist immer ein bisschen schwierig und auch letztendlich zum Scheitern verurteilt. Da müssen wir eben an den Punkten, wo jetzt bislang eben auch noch Bedarf ist, Netzausbau und entsprechend kluger Mix ansetzen. Und das können Sie über Marktmechanismen regeln. Das müssen Sie nicht durch Verbotsideologie, Herr Lenkert, an der Stelle. Was hat Markt mit Naturwissenschaft zu tun? Sorry. Dürfen wir noch eine Frage eben aus dem Publikum hören? Dort hatte sich eine Dame in der zweiten Reihe gemeldet. Jawohl. Niedfeld, ich bin die Geschäftsführerin des Forums für Zukunftsenergien und habe eine bis zwei Fragen an Frau Dröge. Wenn ich mich richtig erinnere, steht in dem Wahlprogramm der Grünen, dass perspektivisch gesehen auch die chemische Industrie, bei der wir ja heute zu Gast sind, bei der Herstellung ihrer vielen diversen Produkte auf den Einsatz von Mineralöl und anderen fossilen Stoffen verzichten soll. Wenn wir uns vor Augen führen, dass uns ja heute erzählt wurde, wie viele Millionen Menschen in der chemischen Industrie arbeiten, haben Sie dann nicht das Gefühl, all diese Leute können Sie nicht wählen? Oder für die sind die Grünen unwählbar? Sie würden ja Ihren eigenen Arbeitsplatz im Zweifel in Frage stellen. Das ist der eine Punkt. Der andere zum Thema Kohleausstieg. Sie haben ja gesagt, die vorhandenen Kraftwerke wären auch für die Versorgungssicherheit nicht erforderlich. Nun konnte man aber wirklich unwidersprochen im Frühling diesen Jahres und zum Teil auch noch in diesem Monat immer wieder lesen, die Durchsage von Amprion insbesondere, dass die Versorgungssicherheit in etlichen Wochen, also so ungefähr 3 Wochen in diesem Winter, ohne die Kohlekraftwerke nicht gesichert worden wäre oder nicht gesichert hätte sein können. Also insofern sehe ich da einen Widerspruch und ich frage mich, ob Sie den nicht auch sehen. Vielen Dank. Dann, Frau Dröge, die Frage Mineralöl nicht verwenden. Genau, auf beide Fragen eine Antwort. Einmal das Thema perspektivisch, nicht auf perspektivisch auf Mineralöl zu verzichten. Das ist genau auch ein Thema gewesen, das wir in der Enquete-Kommission Zukunft der Chemieindustrie im Nordrhein-Westfälischen Landtag thematisiert haben. Wie ist es möglich, Substitutionsstoffe zu entwickeln, um diesen Prozess langfristig zu schaffen? Dass das kurzfristig nicht möglich ist, ist klar. Aber auch die beteiligten Unternehmen haben im Abschlussbericht der Enquete gesagt, es war ein sehr produktiver Prozess, um über diese Substitutionsprozesse zu reden. Und wir brauchen auch ein Förderprogramm, um genau diese Ersatzstoffe zu fördern. Und dann ist das aus meiner Sicht auch langfristig möglich. Und das Zweite ist das Thema Netzstabilität. Die Netzbetreiber verkünden das eigentlich alle halbe Jahr, dass die Netzstabilität so nicht gesichert ist, dass wir die Kohlekraftwerke brauchen. Bislang sind die Netze noch nie zusammen. Auch die Versorgungssicherheit ist noch nie deswegen zusammengebrochen. Und was unser Vorschlag ist, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sind flexible Gaskraftwerke, die innerhalb von 3 Minuten hochfahren können, die klimafreundlich sind, die aufgrund des momentan nicht funktionierenden Emissionszertifikatehandels ein Problem
Problem haben und deswegen nicht am Netz sind. Aber das wäre eine klimafreundliche, vernünftige und kostengünstige Lösung, wie man das Ganze dann auch sicherstellen könnte, solange bis das durch die Spannungsausgleichssachen bei den Erneuerbaren langfristig alleine möglich ist. Aber flexible Gaskraftwerke wären da eine Lösung. Also die Versorgungssicherheit, ich bin im Beirat der Bundesnetzagentur. Und wenn ich die Monitoringberichte lese, die Zeiten, wo das Netz ausgefallen ist, das heißt, wenn man rein die Fakten nimmt, ist die Versorgungssicherheit heute deutlich höher als vor 10 Jahren. Gucken Sie in die Monitoringberichte rein, und zwar nicht in die Maßnahmen, sondern in die Ausfallzeit. Weil ich sage mal so, niemand würde doch behaupten, dass Autofahren unsicherer ist, wenn man nicht konstant 80 fährt, sondern langsam oder schneller. Wenn man entsprechend reagieren kann, Problem. Das ist das Autofahren doch genauso sicher. Und das, was man früher hatte, war, man konnte konstant durchfahren, musste nicht eingreifen und nichts. Und wie in Norwegen, wo man wunderbar entspannt über 1000 Kilometer mit einer Geschwindigkeit fahren kann. Deswegen ist das vielleicht auch ganz gleich sicher, aber in Deutschland kann man genauso sicher fahren, wenn man eben vorausschauend fährt und rechtzeitig reagiert. Und die Netzbetreiber haben in den letzten Jahren gelernt, mit der flexiblen Erzeugung umzugehen, das ganze System zu steuern. Und die Versorgungssicherheit ist, wenn Sie sich rein die Unterbrechungen und Ausfallzeiten angucken. Ich empfehle Ihnen, lesen Sie den Monitoringbericht 2016, lesen Sie 2015, besser geworden. Naja, also Herr Leckwart, das war nicht die Frage. Der Monitoringbericht spiegelt ja auch nur, also erstens ist das der Saidi-Wert, der nur, ich glaube, unter einer, alles über einer Minute oder 3 Minuten irgendwo abbildet. Und das, was Sie hier mit gelernt haben, das erinnert mich an die DDR, da hat man auch jeden Tag 25 Mal in die Netzsteuerung eingreifen müssen, weil es nicht funktioniert hat. Also das ist, glaube ich, das Ganze etwas schön geredet. Wir haben nach wie vor Grundlast-Thematiken und wir haben zwei, das heute schon angesprochen worden, leisten uns zwei Stromerzeugungssysteme parallel, die wir im Moment aufbauen. Das Konventionelle, das wir haben, das Erneuerbare, die müssen dringend miteinander verknüpft werden. Und wir brauchen auf jeden Fall auf absehbare Zeit aus Versorgungssicherheitsgründen, auch aus Kostengründen entsprechend konventionelle Kraftwerke. Und ich bin schon erstaunt, 2011, Frau Dröge, haben auch Sie gesagt, wir können nicht gleichzeitig aus der Kernkraft und aus der Kohle aussteigen. Das hat Sie aber dann relativ schnell nicht mehr interessiert. Und das wird nicht funktionieren. Und die Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch für 2020, das waren Ziele aus 2010, wo man damals gesagt hat, jawohl, wir sehen die Chance, die Erneuerbaren massiv auszubauen, die Kernkraft bleibt stabil, dann haben wir 2020 60-70% CO2-freie Stromerzeugung. Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie war klar, dass die Erneuerbaren dann die Kernenergie ersetzen und nicht die Kohle. Und das jetzt zu beklagen, das sind, glaube ich, die falschen Krokodilstränen. Und deshalb ist das schon ziemlich unseriös. Wir sehen sozusagen am Ende der Diskussion, ich würde ganz gerne sozusagen jetzt zum Ende kommen, aber dass im Grunde das mit der Rahmenbedingung, die die Politik setzt, auch wieder endet. Damit hängt alles zusammen, bis hin zur Innovationskraft, zum Fachkräftemangel und so weiter, braucht man tatsächlich offenbar eine Industriepolitik. Und die Schlussfrage würde ich gerne an Herrn Bock stellen, und zwar, weil es mich wirklich interessiert. Ich war 2007 oder 2008, waren wir mit Merkel in China, und da war Ihr Vorgänger Hamrecht, jetzt Aufsichtsratschef bei BASF, noch dabei, Peter Lösche, der Bayer-Chef und so weiter, die großen Automobilindustrie-Chefs. Und dann ist das so, dass man dann abends im Hotel sozusagen noch zusammenrückt, dann werden die Sessel aneinander geschoben, dann sitzt die Kanzlerin da, da sitzen dann die Industriebosse auch daneben, auch wir Journalisten. Und was uns natürlich da in China gerade interessierte, vor 8 Jahren, oder ja, war es, glaube ich, 2008 war es, haben Sie nicht Angst, dass sozusagen diese Nation, wo wir jetzt gerade zu Besuch sind, in einer ungeheuren Geschwindigkeit innovativer ist, weil sie eben auch so eine gelenkte Marktwirtschaft dort hat, wie das dort immer hieß, viel freier da agieren kann. Nicht immer zum Nachteil der heimischen Industrie. Manchmal vermutet man ja, Industrielle wünschen sich manchmal dann auch ein weniger kompliziertes System, als unsere Demokratie nun mal hat. Und da haben, ohne jetzt einzeln zu zitieren, die Industriechefs eigentlich abgewunken und haben, ich sage es jetzt mal verkürzt, das Aspirin-Herstellungsrezept können die Chinesen ruhig haben. Oder die Autobosse haben gesagt, wir hatten die Diskussion Ende der 70er Jahre mit Japan, da hieß es immer, der japanische Markt macht unsere Automobilindustrie platt.
auch nicht passiert. Also da war eine relativ entspannte Haltung, hatte ich den Eindruck, wir werden nicht überholt, weil wir müssen, das ist wieder Merkel, immer so viel teurer sein, wie wir besser sind oder umgekehrt, so viel besser sein, wie wir teurer sind. Ja. Und wir entwickeln sozusagen die Krebs, Antikrebs-Medikamente, dann können die um Kopfschmerzrezepte, die 100 Jahre alt sind, ruhig in China damit befassen. Wie sieht das heute aus Ihrer Sicht? Also Angst haben wir sicherlich nicht, aber es hat sich einiges geändert. Die Chinesen sind natürlich unheimlich innovativ geworden. Sie kaufen auch Technologie weltweit ein. Die haben also ihre kleine Shoppinglist, die wird auch abgearbeitet. Und sie haben einen großen Vorteil, sie sind eine lernende Organisation quasi als Land. Sie schauen sich in der ganzen Welt an, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann sind sie auch kritikfähig im Sinne von, dann ändern wir das eben, dann machen wir es anders. Und das ist natürlich genau das Thema, was wir hier auch diskutiert haben. Welche Schlüsse ziehen wir eigentlich aus den Erfahrungen der letzten Jahre? Und was kann man besser machen? Wohlgemerkt nicht zum Wohle der Industrie, sondern zum Wohle des Landes und der Bürger und Bürgerinnen und Bürger hier. Darum geht es ja letztendlich. Und dazu sind die schon in der Lage und das machen die auch sehr strategisch. Und da müssen wir uns grundsätzlich warm anziehen, aber es gilt unverändert das, was Sie gesagt haben. Innovationskraft, Innovationsfähigkeit ist der Kern unserer Wettbewerbsfähigkeit. Und solange uns was Neues einfällt und wir das auch in den Markt einführen können, möglichst zuerst in Deutschland, wenn es denn möglich ist hier, dann werden wir auch immer eine Nase voraus sein. Aber das Feld ist deutlich, das Wettbewerbsfeld ist deutlich anspruchsvoller als 2008. Und ich vermute mal, dass die meisten derjenigen, die damals beim Rotwein so etwas entspannter gesessen haben, heute etwas alertierter hier säßen und sagen, ne, da passiert schon was. Vielen Dank, meine Damen und Herren und liebe Diskutanten. Ich finde, das Thema ist ein Ozean. Wir haben sozusagen, da kann man leicht sozusagen absaufen. Keiner ist über Bord gegangen. Wir haben natürlich nicht jedes Thema gestreift, weil wir uns da irgendwie auf zwei Pfade konzentriert haben. Es sollte auch eigentlich jetzt nicht so, dass wir uns hier an die Kehle gehen, sondern wir wollten wirklich prüfen, wie steht die Politik zur Industrie. Und ich glaube, man kann festhalten, wir sind alle berechenbare Energiekosten. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Dann Anreize für die Forschung, weniger Bürokratie wurde gesagt, bessere Finanzierungsbedingungen für Gründer muss es geben, auch da hätten wir das noch vertiefen können, haben wir aus Zeitgründen nicht gemacht, aber all das, was sozusagen von Ihnen hier einzeln gebracht wurde, klingt fast wie eine Agenda 2021 und wir sind gespannt, wer sie dann ab September umsetzen wird, jedenfalls hat das Spaß gemacht mit Ihnen und Ihnen haben wir was zugemutet. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, auch allen, die sozusagen draußen zugeschaut haben. Vielen Dank. Mhm.